tolle Mails, tolle Kommentare und da ist nichts mehr mit Was für Wutbürger, Kommentare denn? sondern Menschen, die einfach. Wo kommen denn Kommentare? Ist doch alles deaktiviert. Wo gibt's denn Kommentare? So, wir verquatschen uns hier. Also, Peter Weber bei Auf 1 ist jetzt vorne. Ach du meine Güte. Dies Arno. Naja, mal gucken, was er zu sagen hat. Wo haben wir ihn denn? Da. Oh Gott. Auf 1. Also Auf 1 ist echt so der fürchterlichste Sender, den man sich vorstellen kann, oder? Das ist doch nur gequirlte Scheiße, was da gesendet wird. Das ist nur ein Quatsch und andauernd wird immer so auf die Mitleidsmasche gefahren, nach dem Motto, ach, wir sind der einzige wahrhaftige Sender. Wir sind die Einzigen, die die Wahrheit sagen. Unterstützen Sie uns mit Spenden und nur bei uns gibt es die Wahrheit zu sehen und zu hören. Ach, du meine Güte. Naja, gut. Wir gucken mal, was uns Herr Weber zu sagen hat. Der Autor Enno Park hat vor wenigen Jahren Folgendes geschrieben: Der alte weiße Mann ist ignorant, lässt jede Empathie vermissen und stilisiert sich dann auch noch selbst zum Opfer. Die feministische Autorin Sophie Passmann setzte dem noch eins drauf und schrieb: Alte weiße Männer sind an allem schuld, vor allem an dem Bösen. Ich möchte das jetzt gar nicht weiter kommentieren, doch wenn das stimmen sollte, dann droht Ihnen, verehrte Zuschauer, heute das Böse im Quadrat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielmacher auf 1. Spielmacher. Mein heutiger Gast war zu Beginn seiner beruflichen Karriere viele Jahre für große bedeutende deutsche Firmen wie zum Beispiel MAN im Ausland tätig, ehe er 1982, also bereits vor 42 Jahren, den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat. Heute ist die erfolgreich gewachsene Firmengruppe überwiegend im Bauwesen tätig, betreibt zudem ein Autohaus für Oldtimer und engagiert sich seit vielen Jahren auch im sozialen Bereich. Bis ins Jahr 2015 war der Gründer politisch eher ein stiller Beobachter. Doch mit der Migrationswelle begann er seine Stimme zu erheben und Gesicht zu zeigen. Zunächst produzierte er noch amateurhafte Handyvideos, ehe er Ende 2019 seine Plattform Hallo Meinung schuf. Das ist immer noch amateurhaft. Bei dem Geld, was er da angeblich investiert hat, ist das auch schrecklich. Der Greenscreen ist eine Katastrophe. Und also wirklich professionell ist es doch nach wie vor nicht. Dort veröffentlicht er täglich hochprofessionelle Videos, darunter reichweitenstarke Interviews mit Chrupalla, Weidel, Höcke, Maaßen, Otte, Krall und Politiker aller Parteien. Und ich freue mich sehr, dass er heute bei uns im Studio ist. Herzlich willkommen, Peter Weber. Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin froh, dass ich die Treppen hochgekommen bin als alter weißer Mann und dass man mich hier noch reden lässt. Also das ist sehr hervorzuheben. Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Und ja, die Vorab-Anrede jetzt war so der alte weiße Mann. Was machen wir ohne die alten weißen Männer? Genau, was sagst du dazu, bevor wir uns über dein erfolgreiches Projekt Hallo Meinung unterhalten? Die alten weißen Männer werden ja mittlerweile doch ein Stück weit in die Ecke gestellt. Ich sage, naja, erfolgreiches Projekt. Hallo Meinung ist ja nichts weiter als ein reines AfD-TV. Da treten nur AfD-Politiker auf. Und Hans-Georg Maaßen vielleicht mal. Wo, was ist, das ist doch nicht meinungsfreudig. Die Kommentare werden deaktiviert. Man kann seine Meinung nicht äußern. Dieses komische Portal Hallo Meinung funktioniert, gibt es mittlerweile gar nicht mehr, existiert gar nicht mehr. Die Seite hallomeinung.de verweist direkt auf den YouTube-Kanal. Das ist doch ein völlig gescheitertes Projekt. Wo ist er denn damit erfolgreich? Es ist zum einen, kenne ich Menschen, die haben ein Spektrum, das sehr eingeengt ist. 65 plus, bin jetzt 70, das sehr eingeengt ist. Die unterhalten sich über Golf, die unterhalten sich über Krankheiten. Beides ist nicht mein Hintergrund.
Ich versuche mich mit Jugendlichen, mit Menschen aller Couleur zu unterhalten, Menschen, und das ist jetzt keine Plattitüde, jeglicher Herkunft, mir ist die Gesinnung und mir ist die Hautfarbe und die Religion völlig wurscht. Wenn wir uns unterhalten können und wenn wir gesellschaftlich miteinander umgehen, so wie das sein soll, pflege ich den Diskurs. Und ich sage, die Erfahrung, die mich über mein Leben geprägt hat, aber nicht die Stigmatisierung dessen, dass ich sage, ich habe nun immer recht, sondern mich mit jungen Menschen zu unterhalten und zu sagen, okay, lass uns wertkonservativ Dinge aufbauen. Jedes Haus braucht ein Fundament. Wenn ich jetzt auf Sand baue, wird nicht funktionieren und vieles, was jetzt geschieht, darüber werden wir uns unterhalten, politisch ist auf Sand gebaut. Aber ich pflege, ich sage, gesundes Fundament, aber die Stockwerke, die wir dann aufbauen, die können sich ruhig verändern und die müssen sich auch verändern. Denn wenn jemand denkt, wir können die Zeit zurückdrehen, das wird nicht mehr gelingen. Also insofern müssen wir schon differenzieren. Alter ja, weiß auch, aber nicht im Sinne von negativ. Ihr wollt die Zeit doch zurückdrehen. Das ist doch deine Meinung. Alles, es muss wieder wie früher sein. Wie in den guten alten 60er Jahren, so hätten wir es gern wieder. So, das ist doch die Zeit zurückdrehen. Das würde ich zu meiner Person schon sagen wollen. Bezugnehmend aufs Zitat von Enno Park, wie viele Geschlechter gibt es denn im Leben von Peter Weber? Naja gut, ich müsste umdenken, wenn ich sage, es gibt mehr wie zwei. Grundsätzlich ist es so, jeder kann sein Leben und seine Sexualität ausleben, wie er möchte. Wenn jemand jetzt sagt, ich bin bisexuell, Frauen, Männer, bin mit einem Mann, Mann mit Mann und Frau mit Frau verheiratet, ist das in Ordnung? Merkwürdigerweise ist es so, mit den Menschen, mit denen ich spreche. Bei einer transsexuellen Person beleidigen und sie mit Schockbildern auf Zigarettenschachteln vergleichen, ne? Das ist dann schon okay, oder wie? Naja, dafür hat er ja auch ordentlich zahlen müssen, zu Recht. Ein langjähriger Freund, der ist im Bereich der verkauft dessen Auktionator aus Eisen. Genau, hat sich über meinen Lispeln lustig gemacht, genau, das auch noch. Und lispelt selber. Einer der größten in Europa, der ist mit einem Friseur verheiratet, seit ewiger Zeit. Habe ich nie drüber nachgedacht. Das ist völlig normal. Das heißt also, dieses ständige sich hervorheben oder im Bundestag, dass gesagt wird, ich gehe dort mit Reizwäsche hin. Was will ich eigentlich damit erzielen? Selbst meine Altersklasse ist so, wir machen da keine, also für uns ist das nicht irgendwas, was erwähnenswert ist. Ich spreche also nicht, ich bin hetero oder der ist schwul oder die ist lesbisch, was auch immer. Das halte ich übrigens auch die Menschen, die davon betroffen sind, sagen, das sind Dinge, ihr macht zu viel draus, wir wollen das nicht. Wir wollen leben, wir wollen normal leben und mit unter uns und die Gesellschaft denkt schon lange nicht mehr drüber nach. Ist jedenfalls mein Eindruck. Der Deutsche Fußballbund ist ja momentan auch so ein bisschen im Gespräch. Die neuen Trikots für die Europameisterschaft im eigenen Land wurden präsentiert. Der DFB hat vor kurzem auf sich aufmerksam gemacht, weil er Fans von Bayer Leverkusen, die hatten so einen Aushang gemacht, wo drauf stand, es gibt nur zwei Geschlechter und Bayer Leverkusen sollte 18.000 Euro Strafe bezahlen. Das ist die Meldung, hast du sicherlich auch mitbekommen. Was geht da in deinem Kopf vor? Wenn? Naja, es sind zwei verschiedene Dinge. Also, was dieses Transparent angeht, kann man natürlich argumentieren und sagen, was hat das mit Fußball zu tun? Warum wird sowas in der Fankurve hochgehalten? Dort sollen sie irgendwie ihren Verein, sollen sie da irgendwie anheizen mit so einem Transparent. Hier, ihr seid unsere Jungs oder irgend sowas. Aber es gibt nur zwei Geschlechter, was soll der Quatsch? Warum wird sowas als Transparent im Fußballstadion? Also, dass da gesagt wurde, nimmt das bitte runter, das hat mit Fußball nichts zu tun. Das kann ich schon noch verstehen. 18.000 Euro Strafe, darüber kann man natürlich wiederum anderer Meinung sein, finde ich auch übertrieben. Man kann ja auch sagen, okay, ich habe mir euren Namen notiert oder eure Personalausweisdaten notiert, wenn ihr das noch einmal macht, bekommt ihr Stadionverbot. So könnte man ja agieren. Man muss doch nicht gleich so eine fette Strafe denen auferlegen. Das finde ich auch übertrieben. Und was das Trikot angeht, ja mein Gott, wir haben es doch jetzt gesehen gegen die Niederlande. Es ist doch überhaupt nichts Dramatisches. Das ist ja nicht in einem hellen Pink, dass es wirklich so mega schwul aussieht. Es ist ein relativ dunkles Violett oder ein dunkles Pink. Das finde ich ist völlig okay. Im Übrigen hat in den 90er Jahren auch schon mal, wer war das, glaube ich, Bodo Ilgner oder irgendein Torwart, hat auch schon mal genau so ein Trikot angehabt, genau in so einer Farbe. Und da hat sich auch niemand drüber aufgeregt. Also da sind wir dann wieder an so einem Punkt, wo ich sage, also Entschuldigung, man kann sich über alles aufregen, meine Güte.
Wenn ich das höre, sind mir die Trikots relativ wurscht. Da wird zu viel Hype draus gemacht. Aber Fußball sollte noch Fußball bleiben. Wir haben das in Katar erlebt mit dieser One-Love-Binde. Ich meine, wo die gelandet sind, haben wir gesehen. Es wird auch immer gesagt, also zu dem Thema, ich halte nichts davon, es gibt zwei Geschlechter und lass die Menschen einfach leben. Hört auf damit, du sprichst jetzt wahrscheinlich das Gleichstellungsgesetz an, was kommen soll, dass ich mich mit einfachen Möglichkeiten beim Standesamt melde und sage, ich bin jetzt nicht Peter, sondern ich fühle mich als Petra, schreibt mich bitte um und ich bin keine 70, sondern bloß nur 38. Also ist für mich eine Entwicklung, die mit einem... Mit das Alter kann man doch nicht ändern, das ist doch Quatsch. Ich bin nicht mehr 70, ich bin 38. Wer behauptet das denn? Das geht darum, dass Menschen, die sich im falschen Körper fühlen oder die vom Gefühl her meinen, ihr Geschlecht hier oben im Kopf passt nicht zu ihrem Körper, dass die mit sich selber ins Reine kommen. Mein Gott, ja, man kann natürlich darüber streiten, ob das wirklich einmal im Jahr möglich sein muss. Ich finde, wenn sich einmal jemand entscheidet, dann muss er sich das eben gut überlegen. Und dann geht er zum Standesamt, aber dann muss das Standesamt ihm auch sagen, so, jetzt hast du dich entschieden, jetzt bleibt es auch bitte so. Jetzt kannst du dich nicht einmal im Jahr wieder umentscheiden. Da kann man noch drüber sprechen, aber es tut doch niemandem weh. Die große Masse der normalen Bevölkerung kriegt doch davon überhaupt nichts mit, wenn der zum Standesamt geht oder wenn sie zum Standesamt geht. Ne, das ist auch so, das sind auch so Sachen, die alle so übertrieben werden. Das ist alles überhaupt nichts Dramatisches. Das ist von den Medien so gehypt worden, das Ganze. Normalerweise wird so ein Gesetz irgendwie kurz vor Mitternacht im Bundestag verabschiedet und keine Sau interessiert's, ne? Aber dadurch, dass es halt so ein riesiges Medien-Hype, so ein riesiger Medien-Hype daraus geworden ist, wird dieses Gesetz nun so übertrieben wichtig genommen. Normalen, natürlichen Vorgehensweise nichts zu tun hat. Nochmal, jeder kann so leben, wie er will. Ja, aber ja nicht. Wenn du den Fußball ansprichst, dann erlebe ich immer nur Rassismus. Dieses und Bayern München, wir sind rot gegen Rassismus und gegen Hass und. Nun muss ich eines sagen, muss mal jeder sagen, diese Fußballer haben mit dem normalen Leben überhaupt nichts mehr zu tun. Thomas, du weißt es. Die haben nichts mehr zu tun. Bayern München, ich sage dir, wenn da ein Spieler irgendwo zum Essen geht, der wird doch nach einer Fotografie wird doch der nichts bezahlen müssen. Wenn der irgendwo zu einem Juwelier geht und kauft sich eine Uhr, der wird sie bekommen. Ob er sie ganz bezahlen muss, möchte ich auch bezweifeln. Und genauso ist es mit Konfektion. Die Menschen haben mit dem normalen Leben überhaupt nichts zu tun. Und das hat auch nichts mit Migration zu tun. Und das sagen auch viele ausländische Freunde zu mir. Migration ist ein Thema, das findet in Bezirken statt wie Neukölln und Kreuzberg in Berlin, wo man sagt, okay, da ist die Migration nicht gelungen. In vielen anderen Bereichen ist sie gelungen. Aber Fußball als Migrationsbeispiel zu nehmen in der oberen Klasse, halte ich für völlig verfehlt. Es sind Multimillionäre, die entsprechend in der Welt umherjetten können. Sei ihnen auch alles gegönnt. Aber diese Menschen als Vorbild zu nehmen, halte ich gänzlich für verfehlt. Ja, gut, also darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, weil Fußball ja so ein extrem beliebter Sport in Deutschland ist. Also Fußballfans gibt es ja nun wirklich jede Menge, Millionen von Menschen. Und das sind oft ja auch Leute, die tatsächlich denn teilweise auch vielleicht eher ein rechteres oder ein rassistischeres Gedankengut haben. Und da versucht man eben hier und da ein Zeichen zu setzen und zu sagen, hier geht ja schon damit los, dass mittlerweile es ja auch schon so ist, dass immer wieder auch Hymnen von gegnerischen Mannschaften ausgebuht werden, wenn am Anfang die Hymne gespielt wird. Ne, sowas hat es früher nie gegeben. Also das finde ich skandalös, sowas. Also das ist wirklich respektlos. Und dass mittlerweile auch schon da ein Appell ausgesprochen werden muss, bitte respektiert die gegnerische Mannschaft und ihre Hymne. Das finde ich denn auch, da ist schon irgendwie was, das hat's, also ich glaube, das hat es früher in der Form so jedenfalls nicht gegeben. Und dass man da ein Zeichen setzt. Aber richtig ist natürlich, das haben wir bei der WM gesehen in Katar. Das Ganze wurde so aufgeheizt und so politisch aufgeladen, dass die Spieler unter Druck gesetzt wurden, die deutschen Nationalspieler. Und letztendlich daran auch wahrscheinlich mit gescheitert sind bei der WM, weil sie sich überhaupt nicht auf den Fußball konzentrieren konnten. Diese Scheiße mit dieser Armbinde und dieser ganze Mist, das war einfach zu viel. Ne? Und die Deutschen wollen da immer übereifrig sein und wollen da immer übersymbolhaft sein. Und dann vergisst man dabei den Fußball am Ende. Ne? Übrigens, wenn man auf die Seite des DFB geht
um ein Trikot zu bestellen, dann kannst du wählen zwischen Damentrikot und Herrentrikot. Mhm. Tatsächlich gibt es kein drittes Geschlecht auf der Seite des DFB. Das noch dazu. Ja, wie sollte das denn aussehen, das dritte Geschlecht-Trikot? Wie sollte das denn aussehen? Entweder hat man Brüste oder man hat keine Brüste. Was ist das für ein Argument? Sprechen wir doch mal noch ein Stück weit über diese weißen Männer, mit denen ja auch die Älteren gemeint sind. Wie wichtig siehst du Erfahrung an, wenn es jetzt darum geht, dieses Land, das sich ja gerade vor großen Herausforderungen befindet, wieder auf Kurs zu bringen? Beziehungsweise du nennst es in deinen Videos sehr oft, wieder von dem Kopf auf die Füße zu stellen. Wir erleben das insbesondere in der Diplomatie. Ich bin jetzt nicht unbedingt SPD-Freund, aber der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich sagte diese Woche, wir müssen mal über ein sogenanntes Einfrieren des Krieges sprechen, also Russland, die Ukraine, der Überfall dort. Wir müssen über das Einfrieren sprechen, denn es ist ein Abnutzungskrieg. Abnutzungskrieg können wir über Material reden, dass wir ständig nachschießen dort. Wir brauchen Munition, wir brauchen Taurus, dies und jenes. Aber in erster Linie sind es Menschen, die täglich sterben. Junge Menschen, die rekrutiert werden, ihren Wehrdienst zu leisten und nach kurzer Zeit die Waffe zu nehmen und auf Menschen zu schießen, die sie nicht kennen und dann auch leider zu töten. Und wenn dann gesagt wird von der CDU, die stellen sich dann hin und sagen, es ist eine Situation, die ist unerträglich, was Herr Mützenich macht. Herr Mützenich ist ja auch ein alter, weißer Mann. Er ist ja schon lange unterwegs. Oder nehmen wir den Papst. Dann sind es Dinge, dann sage ich, hört bitte auf die Weisheit dieser Menschen. Denn die wissen, was es bedeutet. Krieg ist nicht irgendwo im PlayStation, wird es nicht gespielt und der steht danach wieder auf. Krieg ist wirklich etwas, was über Jahre und Jahrzehnte hinweg Menschen prägt und eine Zivilisation auslöschen kann. Das wissen wir alle und das ist uns allen bekannt. Aber das, was Mützenich sagte, das klang zwar im ersten Moment in manchen Ohren gut, aber es ist ja so, was folgt denn daraus? Was heißt, wie friert man denn bitte einen Krieg ein? Das ist ja der Punkt. Ne? Also was heißt das denn? Das ist doch eine Nullaussage. Und er hat ja auch nicht erklärt, was er damit meint. Jeder, auch diejenigen, die für Waffenlieferungen in die Ukraine sind, würde von heute auf morgen es absolut begrüßen, wenn dieser Krieg zu Ende wäre und endlich es vorbei wäre mit dem Elend. Ist doch völlig klar. Also das wird immer so ein bisschen so getan, als wenn es Leute gibt, die unbedingt diesen Krieg weiterführen wollen, obwohl es eigentlich gar nicht nötig wäre. Das ist doch Quatsch. Ne? Achso. Wir erleben durch das Machtgehabe der Russen, der Amerikaner, was auch immer. Also hier halte ich Erfahrung gepaart mit einer vernünftigen Diplomatie. Ja, welche Erfahrung hat Herr Mützenich denn? Ist er denn mal in der Ukraine gewesen? War er denn vor Ort? Hat er das Elend sich dort angeschaut? Ist mir nicht bekannt. Ne? Also welche Erfahrung hat Herr Mützenich denn bitte, dass er sich so äußern kann? Die Frage, die wird man doch wohl stellen dürfen. Die wir im Augenblick nicht haben, denn wohin führt feministische Außenpolitik? Das erleben wir im Augenblick. Porzellan wird zerschlagen. Wir machen wir wollen anderen unsere Kultur aufzwingen, eine Kolonialmoral aufzwingen, was in dieser Form nicht geht. Also was hat das mit dem Ukraine-Krieg zu tun? Ja klar, das kann man natürlich kritisieren, dass die Baerbock überall hingeht und sagt, hier, wir möchten bitte, dass unsere Standards hier eingeführt werden. Gut, teilweise ist es ja auch mutig von ihr, dass sie denn teilweise auch in so einem Land wie Saudi-Arabien oder solchen Ländern eben sowas auch zur Sprache bringt und sagt, hier, warum haben Frauen hier nicht mehr Rechte? Das kann man ja auch positiv sehen. Ich würde das nicht alles nur schlecht sehen. Aber es hat ja mit dem Ukraine-Krieg nichts zu tun. Unser Eins will doch der Ukraine nicht irgendwelche Werte aufdrücken. Die haben unsere Werte. Also insofern, das bringt doch alles durcheinander. Ich sage, alte weiße Männer, wir erleben das, wir sollen bis 70 arbeiten, wenn es geht. Danach relativ schnell abdanken, dass die Rente nur kurze Zeit ausgezahlt werden muss. Aber die Erfahrung dessen hat doch gelehrt, wie weit Diplomatie führt. Ich nenne bloß 89er, Thomas, du erinnerst dich, Hans-Dietrich Genscher, die Weisheit seiner Zeit in Prag, wo die aus der Botschaft rausgelassen wurden, die DDR-Bürger. Man hat geredet, vernünftig miteinander umgehen. Und Helmut Schmidt, einer der Besten, den wir hatten, sagte, lieber 100 Stunden verhandeln, als einen Schuss abgeben. Und er hat recht. Und diese Jungfüchse, wie wir sie alle erleben, dieser
Militante, Anton Hofreiter, meine, der hat ja nur am wenigsten Erfahrung, was Bundeswehr angeht. Die waren ja vor kurzem bis noch alle pazifistisch und NATO-Doppelbeschluss seiner Zeit und keine Waffen in Krisengebiete. Das hat sich ja alles um 180 Grad gedreht. Also insofern, um die Frage zu beantworten, sind mir dann alte weiße Männer lieber, bis auf den Steinmeier, der ja auch dafür schreit, dass da etwas geschehen soll. Aber da sind mir alte weiße Männer lieber, die bedacht sind und Diplomatie walten lassen. Ja, gut. Also, was Hofreiter und die Grünen angeht, klar, das ist in der Tat. Also, das habe ich ja nur auch schon ein paar Mal hier als Kritik vorgebracht. Im Bundestagswahlkampf zu plakatieren, keine Waffen in Kriegsgebiete und dann jetzt die Vorreiter zu sein. Ich habe vor kurzem Display-Werbung von T-Online. Da werden immer so aktuelle Nachrichten werden da immer so gezeigt auf so einer großen Litfaßsäule. Und da stand Habeck Doppelpunkt, wir müssen mehr aufrüsten. Da habe ich gedacht, das ist doch völlig absurd. Das ist doch mittlerweile echt verrückt, dass der grüne Vizekanzler sagt, wir müssen mehr aufrüsten. Ich meine, das ist schon wirklich verrückt. Also da würde ich ihm sogar zustimmen. Aber trotzdem sind wir wieder an demselben Punkt. Was soll denn bitte passieren? Jeder wäre doch sofort für Verhandlungen. Jeder wäre dafür, sofort diesen Krieg zu beenden und sofort Verhandlungen zu führen. Aber Verhandlungen eben nicht auf der Grundlage, dass man der Ukraine einen Teil ihres Gebietes klaut. Also die Ukraine war jahrzehntelang von der Landkarte verschwunden, weil sie Teil der Sowjetunion war. Und die sind einfach stolz darauf, dass sie ein eigenständiges Land sind. Und die wollen nicht wieder, auch nicht Teile ihres Landes an die Russen erneut abtreten. Das wollen sie nicht und sie kämpfen dafür, dass das verhindert wird. So, und das kann ich total nachvollziehen. Ne? Also insofern, auf der Grundlage kann man eben nicht verhandeln. Jetzt lass uns mal ein bisschen über dich sprechen, lieber Peter. In deinen Videos und Interviews verkörperst du eine enorme Vaterlandsliebe. Die ist anzusehen, man spürt es, dass es dir wichtig ist, dieses Land nicht aufzugeben, sondern sich für die Menschheitsfamilie einzusetzen. Auch der gute Peter Weber. Woher kommt diese Vaterlandsliebe? Ist die schon bei dir im Elternhaus geprägt worden? Erzähl mal ein bisschen aus deiner Familie, aus deiner Kindheit. Ich bin 1953 in Leipzig geboren. Und meine Eltern sind 1956 nach West-Berlin, waren Flüchtlinge. Und ich bin ein Jahr später nach West-Berlin nachgekommen. Und ich muss sagen, damals war das Elternhaus, heute ist die soziale Rolle der Eltern etwas anderes. Ich hatte kein schlechtes Elternhaus, aber der Vater hatte sich... 56 hat er gerade gesagt? Warum waren das denn Flüchtlinge? Da konnte man noch ohne weiteres noch von Ost nach West rüber siedeln. Da gab es doch noch gar keine innerdeutsche Grenze und keine Mauer. Bemüht, dort wieder eine Existenz aufzubauen, Mutter auch. Und ich habe gesehen, was es bedeutet, zu arbeiten. Wenn du etwas leistest, bekommst du etwas. Du kannst dir etwas leisten. Und ich habe auch dieses Miteinander erlebt. Mein Vater hatte seine Kohlenhandlung in Kreuzberg-Neukölln, für die Berliner jetzt Friedelstraße-Maybach-Ufer dort. Und wir haben miteinander gelebt. Und ich habe gesehen, wie dieses Land miteinander sich aufbaut. Wie neue Stadtteile entstehen, wie insgesamt eine Sozialisierung vonstatten geht. Und wir haben früher mehr gesagt, ich erinnere hier an Kennedy, den ich sehr geschätzt habe, wo er gesagt hat, ihr müsst nicht fragen, was euer Land für euch tun kann, sondern ihr müsst fragen, was könnt ihr für euer Land tun. Und das ist für mich immer mehr verloren gegangen. Und dieses Bewusstsein, dass wir eine Nation sind, nicht nationalsozialistisch, sondern national stolz haben dürfen. Ich sehe das bei den Franzosen, ich sehe es bei den Engländern, ich sehe es gerade jetzt die bevorstehende Europameisterschaft bei den Italienern, ist doch etwas Schönes. Und das darf doch sein. Und wenn ich sehe, uns wird es aberzogen. Schau, Berliner Polizei darf keine Deutschlandfahnen am Auto haben. Gleichzeitig dürfen sie aber mit Regenbogenfahnen umherfahren. Da sagen wir, wie weit soll das eigentlich noch führen? Und wir leben doch im Augenblick von der Substanz der Großeltern, Eltern und meiner Generation, die es aufgebaut haben. Warum ist das immer bei denen immer so, dass sie, wenn es um grundsätzliche Probleme geht, die ja in der Tat bestehen, was diese deutschen Tugenden angeht, wie Arbeitsmoral, wie Organisationstalent und so weiter und schaffe Häuslebaue, so nach dem Motto, die ja in der Tat wertvoll sind und die auch tatsächlich nachgelassen haben, warum sind die immer sofort wieder bei der Regenbogenflagge und bei diesem Kram?
Das ist doch, ja, darüber kann man sich sicherlich auch erregen, was die Polizei keine Deutschlandflagge am Auto haben darf, finde ich auch albern. Aber das sind doch immer so wieder so, das sind immer, was sind immer so Lächerlichkeiten, auf die man dann immer wieder zu sprechen kommt. Die haben doch mit den eigentlichen Problemen nichts zu tun. Also wenn die Polizei jetzt eine Deutschlandflagge weiterhin am Auto hätte, während der EM oder während der WM, wird sich auch nichts ändern. Also das ist ja, das löst doch die Probleme nicht, ne? Und das wird in der Art, großzügige Art und Weise zum Fenster rausgeschmissen. Nicht nur in monetärer Hinsicht. Das Monetäre ist etwas, das kannst du durch Kreditaufnahmen wieder decken oder Sondervermögen, wie es heißt. Aber was wir erleben, ist etwas, dass unsere Kultur, unsere Errungenschaften, wir sind doch beide aus Bayern. Und es ist doch schön, wenn am Tegernsee Rosttag ist und die Leute laufen da umher. Wenn in München Oktoberfest, die ganze Welt schaut dann auf uns. Das darf doch sein. Oder in Berlin oder in anderen Nordrhein-Westfalen. Ja. Das Oktoberfest ist ja auch der Inbegriff der deutschen Kultur und es ist ja so wunderbar auf dem Oktoberfest. Ich hab's ja, wir waren ja dort im Oktober letzten Jahres und ich war einfach nur entsetzt über diese Veranstaltung. Also wenn das jetzt sozusagen das große Vorbild für reinste deutsche Kultur sein soll, na dann schönen Dank. Wir doch unsere Kultur leben. Ich bin oft in Nordrhein-Westfalen und sehe dort, wie die verwaisten Zechen. Die Stahlbetriebe dort, die Duisburg Nord, dieser Park, der dort ist, weißt du, dann sage ich, da haben Zehntausende von Menschen gearbeitet. Das wird alles vergessen. Das heißt also, die Obrigkeit bestimmt, wie wir zu leben haben, was wir zu machen haben, und der Kleine rennt und bezahlt das Ganze noch. Und deshalb, ich liebe dieses Land und dieses Land darf ich auch lieben, ohne dass mich jemand als Nationalsozialist bezeichnet oder. Macht doch keiner. Meine Einstellung ist konservativ, wertkonservativ rechts, aber mit Zukunftsbetrachtung. Du bist, bevor du... Ach so, mit Internetanschluss sozusagen. Ich selbstständig gemacht, hast viele Jahre im Ausland unterwegs gewesen für deutsche Firmen. Inwieweit hat dich auch diese Auslandserfahrung ein Stück weit geprägt und Einblicke in andere Kulturen gewährt? Einmal hat sie mich gelehrt, selbstständig zu sein und Improvisationsgabe zu haben. Denn wenn du früher dann angerufen hast, hast gesagt, du bist in Saudi-Arabien, bist in den Vereinigten Staaten oder sonst wo in der Welt, der sagt, das funktioniert aber nicht, dann sagen sie, funktioniert schon, du kriegst das Rückflugticket, geh nach Hause. Funktioniert, es muss funktionieren. Du musst improvisieren können. Zum anderen hat es mir die Augen geöffnet, wie andere Menschen leben und wie wir miteinander auskommen. Wir kommen aber miteinander aus, wenn ich meine Zeit in Saudi-Arabien denke, dass ich die Menschen akzeptiert habe. Ich habe deren Art und Weise zu leben, habe ich akzeptiert. Ich habe nicht, wie es heute versucht wird, wie angesprochen, diesen Kolonialmoral dort versucht zu verbreiten. Ich habe gesagt, nein, es ist so in Saudi-Arabien. Die Menschen leben so, es ist ihre Kultur und ich maße mir nicht an, denen zu sagen, wie sie zu leben haben. Und nee, aber man kann doch trotzdem bitte schön es kritisieren, dass Frauen dort, zu der damaligen Zeit war es ja wohl offen noch so, mittlerweile hat sich es ein bisschen verbessert, aber dass Frauen nicht Auto fahren dürfen, dass Frauen verschleiert sein müssen, dass Frauen behandelt werden wie Vieh und dass Schwule, er war doch vorhin so tolerant, angeblich Schwulen gegenüber, vom Dächern gestoßen werden oder gesteinigt werden oder was weiß ich, das wird man doch trotzdem kritisieren dürfen. Naja, das ist eben deren Kultur. Ja, sicherlich. Es ist natürlich das, was Frau Baerbock macht, dass sie sagt in Saudi-Arabien so, wir bitte jetzt aber hier mal die Ehe für alle einführen. Ne, das würde ich jetzt mal bitte fordern. Ist auch natürlich auch albern und naiv. Aber man kann doch trotzdem daran Kritik üben an so einem mittelalterlichen Regime, was da in Saudi-Arabien herrscht. Und genauso war es mit in den Vereinigten Staaten. Ich habe dieses Land in allen Bundesstaaten kennengelernt und habe eben dort auch gesehen, Moment, Amerika hat prunkvolle Seiten, hat aber auch Seiten, wenn ich ein bisschen rausgehe, sehe ich, die Infrastruktur ist brüchig. Aber ich maße mir nicht an, ständig darüber zu urteilen. Denn ich habe auch gelernt, aufgrund dieser Auslandsaufenthalte, die Welt ist so und Deutschland ist so. Und wir maßen uns an, hier die Welt zu verbessern. Und das hat schon mal jemand versucht und das ist gänzlich gescheitert mit 80 Millionen Toten. Was hat dann dazu geführt, dass du dich selbstständig gemacht hast 1982? Ich war bei der Deutschen Leasing, damals noch in Frankfurt. Und ich war bei der Deutschen Leasing, ich habe 77 angefangen und ich bin innerhalb kürzester Zeit vom Benjamin zur Nummer 1 dort geworden. War sehr gut, war in Deutschland die Nummer 1 und über die Grenzen hinaus im Leasinggeschäft. Und dann kam die Bayerische Vereinsbank, die es früher gab,
Kardinal-Faulhaber-Straße in München gegenüber vom Lodenfrei, sagt uns. Müssen wir mal nachrecherchieren, ob das alles so stimmt, was er da erzählt. Da kann man nämlich ein Fragezeichen dahinter setzen. Also mir haben ja auch schon Leute E-Mails geschrieben zu ihm, was sie angeblich aus seiner Vergangenheit zu wissen und so weiter. Ich habe das nicht weiter verwendet öffentlich, weil ich kann es halt nicht nachprüfen, ob es stimmt. Ich möchte nicht Falschbehauptungen in die Welt setzen. Aber naja, gut. Also da gibt es offenbar auch andere Meinungen zu diesem Herrn. Kam dann und ich hatte zu dem... Was ein bisschen dubios ist, das sieht man ja an diesem ganzen komischen Projekt Hallo Meinung. Diese ganze Sammlung von diesem Geld damals da für dieses Projekt, das war doch alles von Anfang an völlig intransparent und völlig... Der hat da mit falschen Versprechungen geworben und ich habe ja damals genug Leute interviewt, die sich alle von ihm abgewandt haben und gesagt haben, wir sind enttäuscht, der hat uns übers Ohr gehauen. Also insofern, das ist ja alles belegbar. Vorstandsvorsitzenden gute Kontakte und er sagte... Der hat mich geduzt, ich ihn nicht. Willst du dich nicht selbstständig machen? Sag, na, ich bin ja nicht als Millionärssohn zur Welt gekommen. Wie soll ich mich refinanzieren? Sagt er, du bist im Markt ein Gegner von uns und wir würden dich gerne refinanzieren. Und so habe ich dann praktisch, wenn du so willst, mit der Schreibmaschine daheim angefangen, meine eigenen Verträge zu machen und war innerhalb kürzester Zeit, dann 1. Oktober 82 selbstständig gemacht, innerhalb von 2 Jahren und unter den ersten 3 in Deutschland mit der Leasinggesellschaft. Und so ging das nachher los. Leasing bedeutet Diversifikation, du hast andere Menschen kennengelernt, so ging es bereits. Was bedeutet jetzt Leasinggesellschaft? In welchem Bereich Leasing? Autos oder was? Oder was meint er damit? Das ist so allgemein ausgedrückt im Leasingbereich. Ne? Also das kann ja auch durchaus in eine etwas undurchsichtige Richtung gehen, oder? Wenn man im Leasinggeschäft ist, da ist da auch nicht alles so einwandfrei, oder? Es gibt sicherlich jede Menge seriöse Firmen, gar keine Frage, aber naja, das wird so allgemein. Also ich hätte jetzt schon längst nachgefragt, was war das genau für ein Leasinggeschäft? Was haben Sie da gemacht? Womit haben Sie Ihr Geld verdient? Nennen Sie mir mal ein Beispiel. Das wird alles so hingenommen, was er da erzählt, dieses allgemeine Gerede. Man versteht ja gar nicht genau, was das bedeutet. Was die Mobilität anging, Fahrzeuge, so ging das im Bauwesen und so hat sich das Ganze Fahrzeuge. Dann entwickelt. Naja, gut. Ich will darüber jetzt nicht urteilen, ich weiß es nicht, aber... Aber eben wirklich mit harter Arbeit. Und wenn ich heute höre, dass man sagt, wir wollen über 35-Stunden-Woche reden, dann muss ich sagen, diese Zeiten hatten wir... die ersten 10, 12 Jahre mit Sicherheit nicht, sondern da war Samstag und sich am Wochenende hinsetzen war halt normal, das aufzubauen. Und da darf ich noch was einhaken. Das war bei mir genauso. Und ist teilweise immer noch so. Das macht mich gerade so wütend. Wir haben geackert wie verrückt, haben Substanz geschaffen. Heute wird gesagt, aber wenn der was hat, müssen wir schauen, wie wir es wegnehmen. Das ist alles erarbeitet und versteuert. Jetzt gibt es ja Grüne, die sagen, Die Jugend von heute. Was meint er denn da jetzt wieder? Die Erbschaftssteuer oder was? Dass es da eine höhere Erbschaftssteuer geben soll? Ja, mein Gott. Also da geht es ja nur darum, in ganz hohen Beträgen vielleicht mal ein bisschen was abzuzwacken von Leuten, die mehr als genug haben. Was ist daran nun so dramatisch? Heute soll ihr Leben nicht mit Arbeit vergeuden und plädieren dann für eine 20-Stunden-Woche. Hast du deine Arbeit nicht auch als eine Leidenschaft, vielleicht sogar als eine Berufung entdeckt und dass dich das sogar glücklich gemacht hat? Du hast ja schließlich auch dann deine Leidenschaft für das Bauwesen entdeckt und hast über viele Jahre hinweg eine dominierende Rolle in dieser Branche gespielt. Wenn diese Leidenschaft mit Zwängen verbunden gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht. Ich sehe es als Erfüllung an und es gibt ja dieses finnische Modell, dieses finnische Modell, wo man gesehen hat, dieses bedingungslose Grundeinkommen und. Ich sage mir eines, ohne Menschen zu nahe treten zu wollen, viele wissen schon heute nichts mit ihrer Zeit anzufangen. Und ich frage mich dann... Wie Caroline von der Gröben zum Beispiel. Da hat er recht. Wie soll das mit einer 20-Stunden-Woche werden? Und wir befinden uns nun mal, ob wir es wollen oder nicht, in einem globalen Wettbewerb. Und hier kommen Länder wie Indien, China sowieso, Lateinamerika, große Teile Afrikas, mit denen werden wir uns messen und messen uns schon. Also wir kommen nicht umher, die Leistungsbereitschaft wieder ganz nach vorne zu schreiben. Und hier nehme ich nochmal auf Wolfgang Reitzle, den ich sehr schätze, den Linde-Chef,
der ganz, ganz klar gesagt hat, eine leistungslose Gesellschaft wird nicht überleben können. Das ist nun mal der Fall. Und wir erleben das heute bei den Bundesjugendspielen. Du erlebst es, du bist selber Sportler und lange Zeit in dem Bereich unterwegs, ohne Maßband und ohne Stoppuhr. Hauptsache, der läuft die 100 Meter in einer halben Stunde. Also wir sind nun mal eine Leistungsgesellschaft, ob wir es wollen oder nicht. Und Leistung ist auch etwas Schönes, wenn man dafür dann belohnt wird. Diese... Ja, da würde ich ihm sogar noch, da würde ich sogar noch mitgehen und würde das auch so sehen. Gerade was dieses bedingungslose Grundeinkommen angeht, da habe ich immer für totalen Quatsch gehalten. Und jetzt sowieso, wo wir die Massenarbeitslosigkeit gar nicht mehr haben, jetzt ist es erst recht albern, das noch einführen zu wollen. Das geht ja in eine völlig falsche Richtung. In einer Zeit, wo jede Arbeitskraft gebraucht wird in diesem Land und es Arbeitskräftemangel gibt, führt man noch ein bedingungsloses Grundeinkommen möglicherweise ein. Das wäre ja bescheuert. Also das geht ja völlig in die falsche Richtung. Da würde ich ihm sogar recht geben. Bundesjugendspiele habe ich auch gehasst. Fand ich auch scheiße. Hat mich auch nicht interessiert. In der Schule selber ist Leistung was ganz Wichtiges. Also wenn es Leute gibt, die Zensuren abschaffen wollen und sowas, das finde ich auch alles ganz schwierig. Ja, es ist ja nicht gezwungen, dass jeder im Sport unbedingt gut sein muss oder eine hohe Leistung erbringen muss. Diejenigen, die Bock auf Sport haben, die werden das so oder so schon machen. Die brauchen keine Bundesjugendspiele. Also, ja, kann man so oder so sehen. Ich fand die Bundesjugendspiele auch immer eher bescheuert. Ich war da auch kein großer Fan von. Aber es hat mich jetzt auch nicht irgendwie, es wird ja auch behauptet, es würde irgendwie Leute, jungen Kinder diskriminieren oder herabsetzen, wenn sie nicht so eine gute Leistung bringen. Das ist auch Quatsch. Das Gefühl, man hat also eine Teilnahmeurkunde bekommen, dass man teilgenommen hat, ohne dass da jetzt irgendeine Leistung drauf stand. Und es geht ja letztendlich darum, Talente zu finden, möglicherweise für Spitzensport. Das ist ja einfach auch wichtig, um Spitzensport in Deutschland auch in Zukunft möglich zu machen. Das war ja der Hauptgrund, warum es die überhaupt gibt, ne? Leidenschaft. Aber ich finde schon, vielleicht sollte man schon die Teilnahme, jetzt, gut, sind die jetzt ganz abgeschafft worden? Ich weiß es gar nicht genau, wie der Stand ist. Man sollte schon es jedem freistellen zu sagen, ich möchte nicht daran teilnehmen. Ich möchte zu Hause bleiben an dem Tag. Das finde ich ist dann schon etwas, was man einem Kind dann auch zugestehen sollte. Also soweit würde ich auch schon mitgehen. Auf diese Hingabe für das, was du tust, früher deine Bauprojekte, die packst du jetzt in Hallo Meinung rein. Du hast es selbst gesagt, im Rentenalter und arbeitest gefühlt für diejenigen, die dich beobachten, mehr als je zuvor. Naja, meine Partnerin, meine Frau, sie sagt schon immer, also du gehst da voll auf, aber ich kann nur mit Überzeugung und mit Authentizität kann ich nur arbeiten, wenn ich so bin, wie ich bin. Das heißt also, wenn Menschen mich auf der Straße ansprechen, ich bin so. Das heißt also, ich spiele da nichts vor, sondern ich mache es mit Leib und Seele. Und da weiß ich, dass ich auch manchmal über das Ziel hinausschieße. Aber dafür bin ich dann auch in der Lage zu sagen, kommt seltener vor wie am Anfang, muss ich sagen, ich habe gelernt. Aber dass ich dann sage, dafür entschuldige ich mich, war falsch, war nicht richtig. Aber es kommt seltener vor. Aber ich glaube, das ist genau das, was in der Politik und Verbänden und auch beim DFB fehlt. So wie früher, dass mal einer gegen die Tonne tritt, der Klinsmann, wo er ausgewechselt wird, der sagt, mir langt's, ich will das nicht mehr, Schluss aus, ab. Da sieht sich niemand mehr verkörpert. Das sind alles vorgefertigte Reden, die da kommen. Und wenn du den nach der Uhrzeit fragst, erklärt er dir, wie er zur nächsten Straßenbahn kommt. Ne? Wie kam es überhaupt zu diesem Projekt Hallo Meinung? Ich habe 2018 mal mit Freunden im Urlaub. Und wenn wir abends zusammensaßen, ging es immer so, das meine ich aber nicht so. Und das kann man ja so nicht sagen. Da habe ich gesagt, wir reden ja über ganz normale Themen. Das ist 2018, war damals die Flüchtlingssituation. Wenn er denn noch teil, wenn er faul zu Hause bleiben kann. Ja, das darfst du nicht von dir auf andere schließen. Also, wenn die Bundesjugendspiele so verkauft werden, dass gesagt wird, Leute, das ist ein Wettbewerb für die Jugend in Deutschland und es wird dort nach sportlichen Talenten gesucht. Für den Fußball, für Leichtathletik, für alle möglichen Disziplinen. Dann werden sich diejenigen, die Bock drauf haben und auch Begeisterung für Sport haben, die werden da schon hingehen und werden daran teilnehmen. Weil sie die erste Voraussetzung für Sport ist ja, den Ehrgeiz zu haben, es schaffen zu wollen. Das ist ja die erste Voraussetzung. Und
wenn du da zu den Bundesjugendspielen hingezwungen wirst, obwohl du gar keinen Bock hast, dann absolvierst du da dein 100 Meter Lauf und dein Weitspringen und kriegst dann die Teilnahmeurkunde, dann bist du hinterher auch nicht motivierter als vorher. Also insofern, das ist ja, du hast damit ja nichts, ne? Also diejenigen, die sich da berufen fühlen, die werden schon kommen, da bin ich von überzeugt. Vakant. Und da ging es nicht darum, Ausländer raus, sondern einfach zu sagen, können wir denn das steuern, wer kommt denn zu uns und so weiter. Und ich habe dann gesagt, da gehe ich doch einfach mal, mache mal eine Sendung, das erste Mal bei Facebook. Dann habe ich das mit dem Handy aufgenommen, das war samstags, habe es reingestellt und dann dachte ich, naja, mich kennt niemand. Und dann habe ich am Samstag, hat mir jemand angeschrieben per WhatsApp und sagt, du hast 456.000 Aufrufe. Ich sage, das halte ich jetzt für unmöglich. Und habe ich reingeschaut, stimmt wirklich, und nach einer Woche waren es 5 Millionen. Und so hat sich das dann entwickelt und dass viele Menschen gesagt haben, sie haben dann eine Erwartungshaltung entwickelt. Dann haben gesagt, bitte bleib uns treu. Ich wollte dann einfach mal aufhören, sagt, mir wird es zu viel. Bitte bleib uns treu. Und habe gesagt, ich kann es nicht alleine stemmen, sondern wenn, dann möchte ich das über eine Firma machen, über Hallo Meinung. Und dann ist der Name gefunden worden. Dann haben wir Mitarbeiter eingestellt und so ist das Ganze entstanden. Und wir erleben das heute an der Reflexion der Menschen, die uns schreiben, kommentieren, Mails. Wir hatten am Anfang, weil wir auch eine andere Richtung verkörpert haben, etwas schriller, Wutbürger. Und wir erleben das, uns gibt es jetzt, ach, dieses Jahr 5 Jahre im Oktober, wir erleben es, die Qualität derer ist zu 90% sehr hoch einzuschätzen. Tolle Mails, tolle Kommentare und da ist nichts mehr mit Wutbürger. Was für Kommentare denn? Sondern Menschen, die einfach... Wo kommen denn Kommentare? Ist doch alles deaktiviert. Wo gibt es denn Kommentare? Einfach Angst um ihre Zukunft haben aus verschiedenerlei Hinsicht, was unsere Gesellschaft, was unsere Wirtschaft angeht und so weiter. Hallo Meinung ist ja ein richtig cooler Name, wenn ich das so sagen darf. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wir hatten seinerzeit einen Medienberater, ein griechischer Mitbürger, der seit langer Zeit in Deutschland lebt. Und wir haben eine Namensfindung gemacht und haben gesagt, Hallo Meinung ist es, das lassen wir. Hallo Meinung ist auch eine eingetragene Warnmarke, ist geschützt. Also so sind wir drauf gekommen und so hat sich das dann verkörpert. Und wie es sich jetzt zeigt, kommt es ganz gut an. Jetzt hattest du anfangs gleich einen Riesenzuspruch. Die Leute haben gesagt, wow, endlich einer, der A, seine Stimme erhebt, B, Gesicht. Ach, so hat vorher keiner gemacht, ne? Und möglicherweise haben sie in dir ja auch so eine Art Messias, einen Retter gesehen. Inwieweit hat sich dein Leben seitdem verändert? Du bist ja auch massiv angegriffen worden, also diffamiert und stigmatisiert, diese Schlagworte, du weißt es besser als viele, viele andere. Ja, er hat ja auch dafür genug Angriffsfläche geliefert, ne? Die Angriffe waren ja nicht ohne Grund. Inwieweit hat dich das geprägt, so die letzten 5 Jahre? Ich war am Anfang verletzlich. Ich hatte zu meinem 66. Geburtstag hatte ich Jürgen Drews eingeladen. Wir wollten was machen. 8.000 Leute hatten sich angesagt. Und dann haben die Grünen bei uns im Nürnberger Land gesagt, wollen wir nicht. Der ist ein Rechtspopulist. Das heißt also, ich habe ja mein Wesen, meine Ausdrucksform, meine politischen Ansichten und meine gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Ansichten habe ich ja nie geändert. Also das heißt, wenn du so willst, hätte ich gesagt, du wirst ein CSUler. Früher Strauß, dann Stoiber und Seehofer, ist ein CSUler. Hab das nie geändert. Und dann war ich völlig überrascht. Ich war immer der Messias, auch im Nürnberger Land. Feuerwehr unterstützt, soziale Einrichtungen und, mit hohen Beträgen. Und dann sind Grüne gekommen, die gesagt haben, es ist ein Rechtspopulist, das machen wir nicht, den unterstützen wir nicht. Und dann hat sich der Gemeinderat dazu entschlossen, also, den geben wir keinen Strom. Also musste ich Jürgen Drews wieder absagen. 8.000 Leute waren angemeldet, zu meinem 66. musste ich absagen. Der Gemeinderat hat sich dann dafür entschuldigt. Entgegen wie es Monitor, Georg Krestle, nochmal herzlichen Dank, dass Sie uns so unterstützt haben. Monitor hat ja uns eine Sendung gewidmet, 8 Minuten, und wo Krestle sagte, ein Unternehmer treibt eine Gemeinde vor sich her. Anders war es, der Bürgermeister hat mich angerufen, Bernd Ernstberger, sagte, du, wir haben einen Riesenfehler gemacht, kann ich mich bei dir entschuldigen? Ich sage, ja, ich komme dann, sagte, der Gemeinderat kommt, hat sich der Gemeinderat entschuldigt. Und für Monitor war das ein gefundenes Fressen, dass die gesagt haben, ich hätte den Gemeinderat erpresst, mitnichten. Aber das hat mich am Anfang doch erschüttert. Naja, da muss ich ja ehrlich gesagt der Gemeinderat oder die Gemeinde die Frage stellen lassen, warum man auf diesen, den Popanz, den die Grünen da offenbar aufgebaut haben, warum man darauf Rücksicht genommen hat. Klar, also
Das finde ich natürlich auch albern. Also bei aller Kritik, die man an diesem Herrn in der Tat haben kann. Ich habe ja nur auch genug auf ihn draufgehauen. Aber wenn er zu seinem 66. Geburtstag ein großes Fest veranstaltet und Jürgen Drews einlädt, ist das doch seine Sache. Wie kann man denn darüber urteilen und sagen, das darf hier nicht stattfinden? Das finde ich auch gut. Ja, aber das ist ja... Ja klar, also das ist natürlich wiederum, das sind ja wieder so diese Abgründe bei den Grünen, die man genauso abzulehnen hat und genauso schrecklich findet. Tja. Und im Laufe der Zeit habe ich gesagt, wenn ich auf der Lok stehe und bin Heizer, muss ich Dampf abhaben können. Und wenn ich das mache und polarisiere, muss ich Dampf abhaben können. Und das kann ich zwischenzeitlich und kann sagen, wenn ich damit nicht umgehen könnte, müsste ich aufhören. Also es macht mir nichts mehr aus. Und die Kritik, wenn sie dann weniger Substanz enthält, merke ich, die haben keine Argumente. Denn eines, ich lade die Leute immer ein. Ich sage, kritisieren Sie mich. Kommen Sie, wir machen eine Sendung, ich lade Sie ein. Machen Sie mich argumentativ fertig. Ich sichere Ihnen zu, tolle Behandlung, was Sie trinken wollen, was Sie essen wollen. Überhaupt kein Thema. Sie sind völlig frei in Ihrer Argumentation. Kommt keiner. Ach ja, ja, er wird seine Kritiker einladen. Ganz bestimmt, ja. Er, der nur AfD-Politiker einlädt und nur seinesgleichen einlädt und obendrein noch kritische Kommentare deaktiviert, das ist doch jetzt wieder mal typisch Schwachsinn hoch 3, den er hier verbreitet. So ist es nämlich nicht. Der Mann will nur seine eigene Meinung wiedergespiegelt haben und alle anderen Weltanschauungen akzeptiert er nicht. So. Und das ist dann Hallo-Meinung. Warum, Thomas? Warum? Gib die Frage zurück. Weil sie argumentativ einfach nicht bestehen können. Aber interessant ist nun mal die Geschichte und sie ist auch eine zum Nachahmen. Und wir werden ja oft gefragt, was können wir denn dazu beitragen, dass sich Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße stellt. Wir haben hier einen Unternehmer, der Missstände erkannt hat und der gesagt hat, jetzt will ich darüber berichten. Und dadurch ist Hallo Meinung entstanden. 5 Jahre. Und dir ist es gelungen, mit großen Persönlichkeiten zu sprechen. Ich darf die Regie bitten, jetzt mir mal das eine oder andere Bild auf den Bildschirm zu geben. Du hast dich wirklich mit den ganz Großen auch der Politik unterhalten. Aus der AfD. Aber wie kam es dazu? Ich meine, Peter Weber, Bauunternehmer, ja, du hattest auch einen guten Ruf, weil du dich sozial auch sehr stark engagiert hast. Darüber möchte ich nachher auch noch ein paar Worte verlieren. Aber wie hast du die alle bekommen? Das Leben ist ein Netzwerk. Das Leben ist ein Netzwerk durch die Bank. Der eine gibt es an dem anderen weiter. Du musst zunächst mal eine gewisse Größenordnung haben. Die Größenordnung war gegeben und dieses sich auf Augenhöhe bewegen. Das meine ich jetzt nicht mit Überheblichkeit. Das soll bitte nicht missverstanden werden, sondern sich auf Augenhöhe zu bewegen. Hans-Georg Maaßen zum Beispiel, der ist lange bei uns dabei. Professor Patzelt, andere Politiker, die mit dabei sind, weil sie gemerkt haben, wir sind keine Fallensteller. Das heißt also, wenn wir jetzt zusammensitzen und ich mache 45 Minuten Aufzeichnung und nachher nehme ich genau die Passage raus, die A, den Menschen ungünstig im Erscheinungsbild darstellen lässt und auch noch in der Wortfindung. Ja, und das habe ich nicht getan. Und das war eine Vertrauensbasis, wo man gesagt hat, oh, hier habe ich eine Möglichkeit, mich darzustellen. Der öffentlich-rechtliche oder die Printmedien tun das nicht in der Art und Weise, wie ich mich verstanden wissen will. Und so ging das nachher, wie du so sagen willst, so schachbrettartig, ging das nachher umher, sodass wir heute nicht... Aber er ist der Einzige, der ungeschnittene Interviews führt. Machen die andere ja nicht, ne? Nee. Thilo Jung macht das ja nicht in Jung und Naiv. Ich mach das ja nicht. Wir machen das ja nicht auf Massengeschmack. Und andere, nee, er ist der Einzige. Mhm. Ja, sagen müssen, schon noch Leute einladen, aber viele sagen, können wir mal ein Interview machen. Und da ist das Faktum Ehrlichkeit und Verlässlichkeit ein ganz entscheidendes, ohne dass wir sagen, da unten ist irgendwo eine Fußfalle und wir sind froh, dass sie da reingelaufen sind. Weil wir gerade dieses Bild hier noch auf dem Monitor haben, Alice Weidel, für viele Menschen eine Hoffnungsträgerin. Was hältst du von ihr persönlich? Du hattest mehrfach die Gelegenheit, dich mit ihr zu unterhalten. Sie ist eine Frau, deren Rückgrat bewundernswert ist. Wir müssen uns nicht mit jeder Aussage, das geht nicht, man kann sich nicht mit jeder Aussage einverstanden erklären. Aber wenn man sieht, welche Repressalien... Habt ihr gesehen, dieser Thomas Seitz, der ist doch ausgetreten aus der AfD, der im Bundestag jetzt auch jahrelang für die AfD saß. Das ist der damals diese Schweigeminute am Rednerpult plötzlich durchführen wollte und Claudia Roth ihn da vom Pult jagen wollte als Bundestagspräsidentin.
Der hat das damit begründet, nicht etwa, dass er jetzt sagt, die AfD ist mir zu rechts geworden oder sie ist mir sonst, sondern er hat das mit den mafiösen Strukturen des Weidel-Clans begründet. Dass er nämlich sagt, die Weidel, die fängt mittlerweile genauso an, mit solchen korrupten und mafiösen Strukturen, wie sie es bei den anderen Parteien kritisiert hat. Die ist selbst nicht besser. Das war schon sehr interessant. Hat er auf YouTube ein Erklärvideo hat er dazu hochgeladen. Naja. Also insofern, die Weidel. Ich finde die Weidel. Ich weiß nicht, was man von der halten soll. Ich finde die irgendwie, ich finde sie unsympathisch. So kratzbürstig und so, weiß ich nicht. Also von der ganzen Art her mag ich die nicht. Naja, und was sie so vom Stapel lässt, ist, kann ich auch nur, wenn überhaupt wenige Dinge mal, wo ich mal sage, okay, da hat sie jetzt in dem Fall mal recht. Aber, naja. Außerdem hat die ja auch eine Vergangenheit so mit Raubtierkapitalismus, ne? Wo ist sie früher gewesen? Goldman Sachs oder wo ist sie gewesen? Jahrelang, ne? Also die hat doch auch, die ist doch auch bei Merz. Merz wirft man es immer vor, aber die ist so auch nicht besser. Die hat doch genauso auch so eine berufliche Vergangenheit. Sie hinnehmen muss, wie ihr Privatleben dadurch beeinflusst wird. Sie hätte ja durchaus Möglichkeiten, in anderen Bereichen da ihre Einkünfte zu erzielen. Aber sie ist eine starke Persönlichkeit. Und ich sage auch zu allen anderen, wenn jetzt eine neue Partei gegründet wird, die haben den Wind schon von vorne gespürt. Und zwar richtig. Und spüren es immer noch. Ob das andere so können, wenn sie irgendwo hingeschmissen haben, weil sie sagen, ich will nicht mehr dieser oder jener Partei oder Organisation, das wage ich oft zu bezweifeln. Aber für mich ist es eine Persönlichkeit, die Ecken und Kanten hat. Und eines muss man sagen, sie polarisiert. Und was sie sagt, wenn sie dann in Regierungsverantwortung kommt, ist etwas ganz anderes, als dass man jetzt dorthin kommen will. Das heißt also, man wird vieles harmonisieren und vieles, was heute noch an Symbolcharakter hart klingt, wird sich dann an Ecken und Kanten abschleifen. Weil ob das eine AfD ist oder eine CDU, wenn es denn zur Koalition vernünftigerweise kommen sollte, dann wird man aufeinander zugehen. Aber dieses Kartell, was wir jetzt haben, darüber werden wir sicher auch noch reden, wird uns nicht zukunftsweisend etwas bringen. Naja, also das ist für mich ehrlich eher eine Horrorvorstellung, dass die in Regierungsverantwortung kommt, die Weidel. Weiß ich nicht. Nee. Also wie gesagt, die AfD hat beim Thema Migration natürlich immer sehr viel Angriffsfläche. Leider ist das so, weil da wahnsinnig viel schiefgelaufen ist, das stimmt. Aber man darf eben nicht übersehen, dass diese Partei eine absolut kapitalistische, libertäre Partei ist. Und ich weiß nicht, ob ich so einen Staat möchte. Das ist nichts für mich. Also für mich ist die AfD nichts. Also bei aller Wut, die man über die etablierte Politik haben kann, also wäre das für mich keine Alternative. Daneben steht ja, wenn ich das richtig sehe, Dr. Martin Vinzenz, oder? Ja. Du bist häufiger im Landtag unterwegs in Nordrhein-Westfalen. Wie kommt es zu diesem Engagement und was kannst du uns zu Dr. Vinzenz berichten? Wir haben über Authentizität gesprochen. Wir haben über Verkörpern von Meinungen gesprochen. Und ich kann nur mit Menschen verstärkt reden, wo ich sage, demokratisch, liberal, sozial und gesellschaftsfähig. Ja, sozial, in den gesamten Aussagen. Da verkörpert für mich Dr. Martin Vinzenz, Arzt und Mediziner, verheiratet, zwei Kinder, seine Frau ist selber Ärztin, verkörpert für mich eine Politikergeneration, die sehr... Bei Karl Lauterbach, glaube ich, genauso. Und? Das ist ja noch kein Aushängeschild dafür, ein guter Politiker zu sein. Vorzeigbar ist. Denn eines möchte ich den Zuschauern sagen. Ich habe in den 5 Jahren eines gelernt, in Landtagen und im Bundestag, Intrigen, Lügen, Diffamierung. Und das sind Dinge, wenn Sie da
dahinter steigen. Und glauben Sie mir, wenn Sie vieles wüssten, was dort vor sich geht, Sie würden den meisten Parteien und den Würdenträgern keine Stimme mehr geben. Und Martin Vinzenz ist jemand, ja, dann sag es doch. Der ist für mich, der würde als Mediziner mit einer eigenen Praxis wesentlich mehr Geld verdienen, aber sagt, ich will meine Töchter in einem Land aufwachsen lassen, wo sie gedeihen können in allen Richtungen und zwar auch mit Menschen jeglicher Herkunft. Das ist eine Politikergeneration, da sage ich als älterer Mensch, Chapeau, Sie gehen in eine Richtung, weil Sie es wollen und nicht aus monetären Gründen. Und viele andere, die wir jetzt in der Politik erleben, die würden an der freien Wirtschaft über minderwertige Posten nicht hinauskommen. Also früher war es, wenn ich dich richtig verstehe... Naja, erfolgreicher Unternehmer zu sein, ist anerkennenswert, gar keine Frage. Und gut, dass wir da immer noch mehr als genug Leute haben, auch junge Leute, die Startups gründen und diesen Weg gehen. Aber erfolgreicher Unternehmer zu sein, ist ja nicht automatisch ein Beweis dafür, dass man auch ein guter Politiker wäre. Ganz im Gegenteil vielleicht. Gerade dann ist es vielleicht gerade noch sogar schwierig, Kompromisse einzugehen, Teamplayer zu sein und so weiter. Insofern, naja, das eine hat mit dem anderen, finde ich, jetzt nicht viel zu tun. Aber richtig ist natürlich, klar, Lebenserfahrung sollte man natürlich mitbringen, wenn man in ein Parlament geht. Das ist immer gut, klar. Aber die kann sich ja ganz unterschiedlich darstellen, die Lebenserfahrung. Das muss ja nicht unbedingt nur ein Unternehmer sein. Verstanden habe über dein Netzwerk zwar möglich, aber nicht ganz so einfach, wenn Peter Weber mit Hallo Meinung irgendwo angerufen hat, ein Interview zu bekommen. Heute fällt dir das leichter. Du hast in deinem Kanal Europaparlamentarier, du hast Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, in letzter Zeit vermehrt AfD-Politiker. Ich interpretiere das so, dass die anderen diese Plattform oder diese Einladung von dir nicht nutzen. Oder ach, die werden doch gar nicht eingeladen. Warum sieht man einen Markus Söder nicht bei dir? Du bist in Bayern zu Hause und du kennst ihn wahrscheinlich auch noch persönlich. Baumüller, seine Frau, wir haben ja Sachen bezogen, was unsere anderen geschäftlichen Ambitionen angeht. Aber Markus Söder. Was? Warum? Diese Menschen haben einen öffentlichen Auftritt, wie wir das sehen. Naja, Markus Söder, der wird sich ja selber ins Knie schießen, wenn er da zu dem hingehen würde. Und auch im Wahlkampf. Das wäre ja Wahlkampfmunition für die anderen. Das ist ja nun, ja, das hat halt einen sehr unseriösen Anstrich, dieses Hallo Meinung. Und da ist er schuld daran, dass es so unseriös wirkt. Dann darf er sich halt nicht wundern, wenn nur die AfD kommt und andere nicht. Ne? Aber ich habe auch ehrlich Zweifel, es muss doch nicht gleich der Ministerpräsident sein. Hat er schon mal Leute von den Grünen eingeladen? Hat er schon mal gut, bei Grünen, die würden wahrscheinlich auch nicht kommen. Aber ich bezweifle auch, dass er überhaupt diese Leute eingeladen hat. Da habe ich große Zweifel. Schwerpunktmäßig jetzt bei den Printmedien oder im Öffentlich-Rechtlichen oder bei den Privatsendern. Ich möchte eine Opposition zeigen, wie sie wirklich ist. Ach ja. Markus Söder, wenn er kommen würde, er ist ja ein sehr geschickter Redner und könnte ja auch in anderen Tätigkeiten da sein. Das heißt also, ich halte ihn für sehr prädestiniert. Früher nannte man es Wanderprediger. Er ist gut in dem Bereich. Aber was hören wir von den Menschen? Das, was du im Morgenmagazin hörst, was du im Heute-Journal hörst, in Berlin direkt, du hörst ja nichts anderes. Ich möchte der Opposition eine Stimme geben, wie sie wirklich ist. Ach Gottchen. Das ist nun mal... Dieses Hallo Meinung interessiert keine Sau. Der hat da so seine kleine Community, die ihm noch treu ist irgendwie, das mag so sein. Aber ansonsten ist doch ein völlig unbedeutender YouTube-Kanal geworden. Also da geht es doch allein schon um die Reichweite, die nicht vorhanden ist. Gut, die AfD-Leute, die wissen halt, dass die genau hier ihre Klientel irgendwie antreffen. Deswegen gehen sie da gerne mal hin und sind sowieso froh, wenn sie Interviews geben können, weil sie ja halt sonst nicht so viel eingeladen werden. Aber das ist doch ein völlig unbedeutend Hallo Meinung. Was glaubt ihr denn, wer er ist? Wir sind die Opposition. Wie gut, es ist so wichtig, dass es uns gibt. Ja, wenn es Hallo Meinung nicht mehr gäbe, würde es nichts ändern. Es würde nichts verschlechtern. Also insofern, ne? Das gilt für uns übrigens auch, um das auch hier klar zu sagen. Auch wir im Massengeschmack TV kriegen natürlich die ganz großen Leute nicht. Gut, wir haben über Wieland Schindenburg mit Veto jetzt zum Glück mal ein Kubicki gehabt oder
eben Karin Prien als Ministerin in Schleswig-Holstein und stellvertretende CDU-Vorsitzende oder den Agnes Tjax hier, den Verkehrssenator hier aus Hamburg, weil der eben als ehemaliger Politiker diese Kontakte hat und solche Leute eben dann auch eben mal kriegt über den persönlichen Kontakt. Aber wenn ich mit Veto diese Leute angefragt hätte, dann hätte ich nie im Leben wären die gekommen. Ne? Also da ist dann auch Vitamin B einfach wichtig. Und da muss man aber so ansonsten eben akzeptieren, wir sind halt auch eine kleine Glitsche. Und es ist doch völlig klar, dass zu uns Politiker, wenn sie denn in Interviews gehen, achten natürlich extrem darauf, dass es sich auch lohnt von der Reichweite her. Sonst kommen sie nicht. Ne? Das ist doch völlig klar. Mal nur bei wenigen gegeben. Und da ist sicherlich auf eins ein Beispiel und mit dem österreichischen Pendant zur AfD. Aber eine Stimme und ein Bild geben, dass man sagt, wir schauen mal hinter die Kulissen und wir lesen nicht bloß die Überschriften und wir hören nicht bloß auf die Diffamation dessen, was der Öffentlich-Rechtliche und Printmedien machen. Also wir laden ein und erstaunlicherweise hinter den Kulissen führen wir Gespräche und die Menschen geben mir recht, die Politiker. Ich sage bewusst nicht Politikerinnen. In Bayern haben wir das Gendern verboten offiziell. Genau. Gehört zwar zu keiner. Kommt Herr Habeck und alle kommen auf ihn zu und sagen, Herr Weber, eigentlich haben Sie ja völlig recht. Ne? Ist alles klar. Behörde, aber ich halte nichts vom Gendern. Aber hier ist es einfach so, dass wir sagen, hinter den Kulissen ja, aber die Fraktionszwänge, die Zwänge der Medien sagen, wir können nicht, Sie sprechen ja mit AfD-Politikern. Und das halte ich für eine Demokratie für sehr, sehr schade. Du hast auch Hans-Georg Maaßen. Naja, es gab jetzt ja auch schon Talkshows, gerade Maybrit Illner und so weiter, wo ja auch AfD-Politiker mit in der Runde saßen. Also ist es ja nicht so, dass das jetzt generell nicht geschieht. Also in solchen, oder es gab ja auch bei Maischberger jetzt schon ein paar Mal mit Strack-Zimmermann und Weidel und so weiter. Das gibt es ja durchaus. Das liegt oftmals eher auch an den Medien, dass die das gar nicht machen, dass sie die AfD gar nicht erst einladen. Es liegt gar nicht unbedingt an den Politikern. Mein Gefühl ist, dass Politiker durchaus bereit sind, mit der AfD zu diskutieren. Aber die Medien, vor allem die Öffentlich-Rechtlichen, die sind es vor allem, die das einfach viel zu wenig machen und das lieber einen AfD-Politiker nicht einladen. Selbst wenn es um die AfD sogar geht. Und das ist dann besonders bescheuert, weil wenn ich über die AfD spreche, muss ich auch jemanden von der Partei in der Sendung haben. Das ist ja völlig verrückt. Eine Plattform gegeben, die Werteunion jetzt auf dem Weg zu einer Partei und wie viele geschrieben haben, unmittelbar nach der Parteigründung aus dem Kreissaal in Richtung Friedhof. Du hast mit ihm dann auch gleich ein Interview gemacht. Eines, wo du dich überhaupt nicht einverstanden erklärt hast mit dem, was er da so in der ersten Pressemitteilung von sich gegeben hat. Und dann hast du wieder ein zweites Interview geführt. Das war so eine gewisse Annäherung. Aber so richtig grün bist du noch nicht mit ihm, oder? Und seinen Vorgehen. Na, grün sind wir noch nicht. Ich fühle mich aber nicht berufen, als Verantwortlicher bei Hallo Meinung jemand vor der Kamera fertig zu machen. Das, was wir jetzt tun, wir sammeln die Fragen, die Menschen aus Ostdeutschland uns schicken. Brandenburg, Thüringen und Sachsen, dieses Jahr die Wahlen dort, aber auch aus Teilen hier Westdeutschland. Und die Menschen sind enttäuscht. Ich kann die Aussage bis heute nicht nachvollziehen. Sie ist auch für mich nicht gänzlich zu relativieren. Warum wird da hinten eine Anja Reschke gezeigt? Was hat die denn damit zu tun? So als Symbolbild für öffentlich-rechtlichen Journalismus oder was? Was denn für eine Aussage? Worum geht es eigentlich genau? Zumal diese Aussage, Hans-Georg Maaßen ist ja ein Mensch, der weiß ja, was er sagt. Er ist ein hervorragender Jurist, aber auf dem politischen Feld scheint nun die Schlittschuh noch nicht ganz so zu passen. Es ist glatt. Dazu ist ein Vorstand berufen mit Alexander Mitsch, wo ich einfach sage, also dann Äußerungen zu geben, im WDR-Tagesschau zu sagen, für uns kommt die Putin-nahe Partei AfD als Bindeglied nie in Frage, halte ich für äußerst ungeschickt. Und die Menschen erwarten... Das stimmt doch. Die AfD ist ja Putin-nah. Das ist ja richtig. Das ist ja richtig, dass diese Werteunion, dass die sagen, wir sind nicht die AfD, wir gründen ganz bewusst eine eigene Partei, unter anderem, weil wir nicht diese Affinität zu Russland haben
und die AfD diese ja schon hat. Das ist ja durchaus ein gutes Argument. Warum ist das ungeschickt? Von mir Wahrheit und das, was ich sage, Hoffnung. Denn ich möchte einen anderen Politikstil, als das wir jetzt haben. Und den werde ich mit der CDU-CSU in der jetzigen Form über lange Sicht nicht erreichen. Aus dem einfachen Grund, diese Partei ist mit Hendrik Wüst, Grün, Daniel Günther, Baden-Württemberg und in anderen Bereichen sind die so linksgrün, dass die ihren Kurs nicht ändern. Und das Präsidium ist so linksgrün zusammengesetzt mit Frau Prien und anderen. Das wird nicht, Frau Güler, das wird nicht funktionieren. Was hat es denn damit auf sich, du mit Hans-Georg Maaßen beim Waldspaziergang und Panorama? So. Ja, das war 60 Jahre Panorama. Frau Reschke, an dieser Stelle noch herzlichen Dank. Sie hatten uns einen in der Sendung 60 Jahre Panorama und man hat Maaßen und Weber Sendezeit gegönnt. Also für mehr Werbung hätten wir gar nicht sorgen können. Wir haben eine DVD gedreht. Die heißt Zwei gegen den Strom. Und da hat Hans-Georg Maaßen eben geäußert, die Abschaffung des Öffentlich-Rechtlichen. Und ich sagte, das kann nur ein Anfang sein. Und Frau Reschke sagte, man mag sich gar nicht ausmalen, was dieser rechtspopulistische Verleger da noch alles im Sinn hat. Wir haben nichts Böses im Sinne. Wir wollen nur eine ausgeglichene Berichterstattung, so wie es der Rundfunk hat. Ja, dann fangen wir mal an mit ausgeglichener Berichterstattung. Geh doch mal mit gutem Beispiel voran. Wie wäre das denn? Also ehrlich. Mag verheißt. Ja, ja. Ist der öffentlich rechtliche Rundfunk tatsächlich reformierbar oder gehört er nicht einfach abgeschafft und neu aufgesetzt? Wie siehst du das? So wie beim DFB. Das, ja. Natürlich bin ich für ein TV-Duell mit Höcke, na klar, selbstverständlich. Und es wäre auch dumm von dem, wie heißt er nochmal, der Spitzenkandidat der CDU? Wie heißt er nochmal? Komm auf die Namen gerade nicht. Wenn der das nicht nutzen würde. Also das ist doch die Chance für ihn, wenn er gut ist, Höcke dann auch aufs Glatteis zu führen in so einem TV-Duell. Das wäre ja blöd, das zu verweigern und zu sagen, ich rede mit Höcke, ich mache mit Höcke keine TV-Diskussion. Die AfD ist in Thüringen sehr, sehr stark in Umfragen, mit Abstand stärkste Partei. Und es wäre ja völlig absurd, dann ein TV-Duell zu veranstalten, wo denn was weiß ich, CDU, SPD und Linke gemeinsam eine Diskussion führen und die AfD ist nicht dabei. Das wäre ja völlig verrückt. Also insofern, natürlich bin ich dafür. Höcke hat da ein Recht drauf bei einem öffentlich-rechtlichen Sender. Was kommerzielle Medien machen, ist deren. Vogt, genau, Mario Vogt, richtig. Was kommerzielle Sender machen, ist deren Sache. Aber die Öffentlich-Rechtlichen bekommen ihren Rundfunkbeitrag dafür, dass sie das gesamte politische Spektrum abdecken. Und wenn die AfD in Thüringen bei, was weiß ich, mittlerweile 36-37% liegt in Umfragen, mit Abstand stärkste Partei ist und die CDU ist, glaube ich, auf Platz 2 mit 20% oder irgendwas oder 25% oder maximal, dann kannst du nicht die AfD außen vor lassen. Das ist ja absurd. Also. so, dass ich sage, hier gehört sich einfach das Leistungsprinzip eingeführt. Und nicht, dass man sagt, naja, dieses Jahr haben wir 9 Milliarden mit Werbeeinnahmen, 11 Milliarden nächstes Jahr. Die KEF hat die Erhöhung zugestimmt. Die Ministerpräsidenten in Brandenburg oder in anderen Bundesländern werden den kleinen Schaukampf führen. Aber im Endeffekt haben wir unsere Milliarden. Es sind ja im Grunde genommen Posten, die hervorragend dotiert sind. Und eine Leistungsbereitschaft in dieser Form, wie wir sie in der freien Wirtschaft kennen, bezweifle ich dort. Zum anderen erleben wir auch, dass die Volontäre, die befragt worden sind, über 90% dem linksgrünen Spektrum hinzuzurechnen sind. Und wir erleben das auch bei den ganzen Talksendungen. Ich vermisse da ein ausgeglichenes Verhältnis der Parteien, dass man alle zu Wort kommen lässt. Ich sehe es auch am Morgenmagazin. Ich kann immer nur wieder wiederholen. Geh mit gutem Beispiel voran. Mach es doch selber ausgeglichen. Das ist doch unglaublich. Ne? Das ist ja immer genau das, was ich auch Schlurmo und Kasper immer wieder vorgeworfen habe, in der Honigwabe. Ihr beschwert euch über die mangelnde Ausgeglichenheit bei den Öffentlich-Rechtlichen, aber ihr haut selber immer nur in eine Kerbe. Und dann wird mir halt entgegengebracht, ja, wenn die das machen, machen wir das auch. Ich sag ja, aber so kommt man ja nicht weiter. Denn soll man mit gutem Beispiel wenigstens vorangehen? Ne? Also das ist doch lächerlich. Da ziehen so einfache Dinge. Dann wird gesagt, die DGB-Vorsitzende ist gestern begrüßt worden, mal schön, dass ich die Zeit genommen habe, vielen Dank und sitzt Kropala oder Weidel dort. Jetzt erzählen Sie mal, Sie haben doch einen Rechtsextremisten da, der hat doch dann Stuhl umgeworfen, dies und jenes. Man versucht jede Kleinigkeit
zu potenzieren, wo man bei anderen das versucht, unter den Tisch fallen zu lassen, mit anderen Fragen. Naja, das hat er doch auch vorhin auch schon gemacht, mit den ganzen Geschichten da, mit Regenbogenflagge da, mit Polizei und so weiter. So würden ja auch Kleinigkeiten aufgewiegelt und größer gemacht. Das machen alle Bubbles so, leider. Das ist nicht nur im linken Bereich so, das ist in allen Bubbles so, dass wenn die gegnerische Bubble sozusagen, die andere Lebenswelt, irgendeine Ungeschicklichkeit bringt und man wieder Angriffsfläche hat, dann wird daraus ein riesen Bohai gemacht. Das ist auf allen Seiten so. Für mich ist der Öffentlich-Rechtliche nicht reformierbar. Wir sehen das am Radio Berlin-Brandenburg. Haben wir beide nicht eine gewisse Mitverantwortung, dass es so weit gekommen ist? Du hast ja auch schon gesagt. Generell gebe ich mir natürlich recht, was die Öffentlich-Rechtliche angeht. Das ist ja nun allgemein bekannt. Die Gelddruckmaschine, die da betrieben wird, und immer mehr Geld, und in sozialen Medien wird massenhaft da und so weiter, und das Geld wird immer weiter, der Rundfunkbeitrag wird weiter erhöht. Das habe ich ja nun auch schon oft genug deutlich gemacht, dass ich da in dem Bereich natürlich da auch derselben Meinung bin, dass das so nicht weitergeht, ne? Wir leben beide seit vielen Jahrzehnten in Bayern. Wir haben die bayerischen Ministerpräsidenten und irgendwie hatte zumindest ich immer so die Einstellung, die werden diese Bundeskanzlerin in Berlin schon einfangen. Letzten Endes haben sich die bayerischen Ministerpräsidenten aber immer als Bettvorleger entpuppt und haben meines Erachtens nach auch den... Naja, Stomo und Kasper machen keine Satire. Das ist Quatsch. Das ist das, nein, also den Satire kann ich nicht erkennen. Also sich jetzt hinter dem Satire-Argument zu verstecken, das halte ich für ein bisschen billig. Es gibt manchmal auch satirische Elemente in der Honigwabe. Manchmal höre ich ja auch rein, nicht immer, aber manchmal, wenn ich mal sonntagabends Zeit habe, dann höre ich auch mal rein. Aber das tut mir leid. Also mit dem Argument kann man mir nicht kommen. Den Absprung verpasst 2014. Aber klar, natürlich, es gilt für Honigwabe und für Hallo Meinung natürlich, selbst wenn sie es versuchen würden, beispielsweise jemanden von den Grünen einzuladen, die würden natürlich nicht kommen, das ist richtig. Ne? Aber es gibt ja immer noch durchaus auch, ich sag mal, so Leute, die so ein bisschen vielleicht auf so einer Zwischenebene sind, die eine durchaus andere Haltung haben und eine andere Meinung vertreten und jetzt nicht unbedingt gleich dem linksgrünen Spektrum angehören müssen. Ne? Gut, was die Honigwabe angeht, ich bin ja öfter mal dort gewesen, deswegen gehe ich ja da auch immer wieder mal hin, weil ich ja sozusagen einer von den wenigen bin, die da auch mal vielleicht auch mal ein bisschen Kontra geben und ein bisschen dagegen halten. Und insofern, so ist es ja schon. Aber es könnte noch ein bisschen mehr sein, finde ich. Man könnte auch mal vielleicht sich mit anderen Argumenten ein bisschen mehr auseinandersetzen und nicht immer gleich so Gift und Galle spucken. Das ist halt, das nervt immer so ein bisschen. 2016 der Union den Rücken zu kehren und als CSU bundesweit aufzutreten, dann gäbe es meines Erachtens nach heute auch nicht eine so starke AfD. Wir haben aber immer nur zugeschaut. Und heute sehen wir das Ergebnis dessen. Nun war es nicht immer Bettvorleger. Seehofer war sogar im Bett in Berlin. Ne? Das wissen wir ja, dass er da noch... Das muss. Der Traumhochzeitsfacher hieß Willi Weber, soweit ich mich erinnere. Nee, Peter Weber war noch nicht bei Hallo Meinung. Keine Ahnung, ob sie es mal versucht haben. Ja, aber ich glaube, der ist sogar Schlomo und Kasper zu doof. Jetzt sagen, aber Bettvorleger waren es nicht nur. Ja, zweifelsohne hätte man Dinge erkennen können, aber sicherlich hier nach Franz Beckenbauer, Gott hab ihn selig, passt schon, wird schon werden. Und es war natürlich auch sehr, sehr geschickt aufgebaut. Frau Merkel hat es sehr geschickt aufgebaut. Wenn wir die Reputation von Frau Merkel verfolgen, wie sie die Migrationspolitik geächtet hat, verschiedene Bereiche, und das sind alles so stillschweigend, hat sich das so entwickelt. Und so wie es auch einem normalen Arbeitnehmer geht, ob du jetzt selbstständig bist oder angestellt, du hast deine Tagessorgen, du hast deinen Ablauf und sagst, dann spielt Bayern München, dann...
Ja, Sinan und Imp können, ja, also Imp wurde ja eingeladen von der Honigfarbe, der will da aber nicht hingehen. Imp will da nicht hingehen zu denen. Er sagt, er mag das nicht und er möchte da nicht hin. Ist ja seine persönliche Haltung. Finde ich ein bisschen albern, weil ich finde, dass Imp da durchaus den Intellekt hat und die Stärke hat und die Kraft hat, da auch durchaus sich durchzusetzen und seine Argumente rüberzubringen. Und wie gesagt, man wird ja fair behandelt dort. Man wird einbezogen, man kann ausreden, man wird nicht zensiert, es ist live auf dem Sender. Insofern, da finde ich den Imp auch, da ein bisschen kleinlich. Also ich finde, er würde da gut hinpassen. Das wäre interessant. Ich fände das spannend. Aber er hat ja auch seinerseits noch nicht Schlomo oder Kasper zu sich eingeladen. Also da ist offenbar... Und Sinan weiß ich gar nicht genau, wie das mit dem ist. Ob der das bewusst nicht will oder... Naja, gut, natürlich, die Honigwabe hat ja so ein Image, besonders schlimm und besonders rechtsextremistisch zu sein. Zu Unrecht, wie ich finde. Ich halte das für Quatsch, aber es haben natürlich viele, weil jetzt dieses Bild von diesem Podcast Honigwabe herrscht, als wenn das so besonders schlimme, als wenn es da besonders schlimm sei. Deswegen gehen da halt doch manche eben lieber nicht hin, nach dem Motto, ich will lieber keinen Ärger haben. Mich hat auch ein relativ bekannter YouTuber mal gefragt, der wurde auch eingeladen von denen, was meinst du, soll ich da hingehen? Und habe ich gesagt, ja, warum denn nicht? Das ist überhaupt nicht schlimm. Da wird ein riesen Bohai gemacht um diesen Podcast. Es finden weder dort antisemitische noch rassistische Dinge statt in der Honigwabe, sondern beide sind so, dass man immer sagen kann, das bewegt sich alles innerhalb eines absolut demokratischen und Spektrums. Und man muss ja die Meinung eben nicht teilen. Und sie haben natürlich zum Thema Islamismus eine sehr harte Meinung, das ist wahr. Und ich teile auch vor allem ihre Meinung zur AfD nicht und zu Russland und zu auch bei der Corona-Zeit habe ich ihre Meinung nicht geteilt. Aber das sind ja Meinungen, die kann man ja haben. Das ist ja nichts Verbotenes, diese Meinung zu haben. Und man kann ja dagegen halten, wenn man dahin geht. Das ist ja der entscheidende Punkt. Du hast ja den Freiraum, dagegen zu halten. Aber derjenige wollte denn trotzdem nicht. Der ist dann trotzdem nicht hin. Naja, gut. So ist das halt. Es ist halt mal so ein bisschen, viele haben halt so die Haltung, ich würde ja durchaus, und ich finde das ja gar nicht so schlecht, dahin zu gehen, aber naja, die Außenwirkung, ne? Das ist halt das Problem sehr oft. Spielt Dortmund, dann spielt Leverkusen, Hamburg, was auch immer, oder Greuther Fürth. Und sagst du, dann freue ich mich aufs Fußball, freust dich auf den Urlaub und sagst, diese Zeit verbringe ich dann, das ist Freizeit, Familie, Hobby, was auch immer. Diesen Vorwurf muss man sich gefallen lassen. Aber andererseits ist es so, wenn einer mal im Gemeinderat oder im Stadtrat war, dann hat er erlebt, wie viele Schwätzer dort sind. Da wird sich stundenlang, du sitzt bei einem Sommerabend, sitzt du dann da, dann wird sich anderthalb Stunden unterhalten, ob die Kreisstraße von Schwarzenbruck nach Altentann 5,95 Meter oder 6,05 Meter sein soll. Und dann schaust du auf die Uhr als Pragmatiker und sagst, schönes Wetter, jetzt könnt ihr im Biergarten sitzen, anstatt mit den Schwätzern hier umherzutun. Das heißt also in der Politik und auch in den unteren Ebenen der Politik, bei Weitem nicht alle. Ja, das war ja in der SPD auch so. Ich war ja auch in der SPD damals, wie gesagt, mal ein paar Jahre. Da war es ja genauso. Oder ich war mal vor ein paar Jahren bei einem Treffen, den gibt es mittlerweile gar nicht mehr, dieser Verein Rundfunk Beitragsfreies Wohnen. Da bin ich mal hingegangen zu so einer Sitzung. Und dann wurde sich 20 Minuten darüber gestritten oder unterhalten, weil da hatte jemand einen Brief verschickt und hatte 70 Cent Porto ausgelegt, wie er denn diese 70 Cent jetzt zurückbekommt. Und da habe ich so gedacht, nach 20 Minuten, ich sage mal, Leute, ist das jetzt so schlimm, die 70 Cent einfach gespendet zu haben? Muss man die jetzt unbedingt zurückbekommen? Und da haben die da nur über solche Formalitäten vom Vereinsstatut geredet. Es ging überhaupt nicht um das Thema Rundfunkbeitrag. Das war nur am Rande sozusagen ein Thema. Also nee, da komme ich auch nicht mit zurecht. Da bin ich dann auch sofort wieder weg, weil ich mir denke so, nee, das ist mir zu blöd. Das ist mir zu anstrengend. Aber hat sich viel gesammelt, was aus den Sozialberufen kommt, aus dem Beamtentum,
Deshalb haben wir die Situation, dass du wenig Freiberufler in den Landtagen und im Bundestag hast. Und Arbeitnehmer auch. Aber wir müssen wieder mehr solche fähigen Köpfe in die Politik bringen. Sicherlich auch eine Aufgabe, die du bei Hallo Meinung mit zu übernehmen hast. Menschen an die Politik auch heranzuführen. Was sind denn noch deine Ziele mit Hallo Meinung in den nächsten Jahren? Meine Ziele mit Hallo Meinung ist, den Menschen eine Entscheidungsplattform zu geben. Ach nee. Entscheidungsplattform über den herkömmlichen Rahmen hinaus, denn Entscheidungen werden so oft willkürlich und mit Überschriften getroffen. Und so können wir sagen, die Menschen können Überlegungen treffen, dass sie sagen, ob sie dann im Endeffekt diesen Weg gehen, das müssen die Menschen selbst entscheiden. Aber dass sie in Nordrhein-Westfalen, anderen Bundesländern sagen, wenn ich immer wieder dasselbe wähle, das heißt nach dem Verursacherprinzip und immer wieder die Verursacher, dann kann ich nicht erwarten, dass es besser wird. Denn es entscheiden Menschen, das siehst du an der neuen Bundesregierung. Ein Jens Spahn schreibt ein Buch, wir werden viel zu verzeihen haben. Ist aber der Verursacher mit Corona. Aufgearbeitet wird es nicht. Und so kannst du in allen Bereichen sagen, die tauchen irgendwo wieder auf. Das größte Problem bei uns ist die Verkrustung. Politik, Verbände, Medien. Die sehen sich auf dem Golfplatz, die sehen sich bei irgendwelchen Empfängen. Und da hat sich eine Struktur gebildet, die hat halt ein sehr einfaches Leben sich herauskristallisiert. Sie sind in einer Zone, wo sie sagen, da machen wir nicht Angriffspakte und da geht es uns gut. Und jeder Störenfried, der kommt, der muss beseitigt werden. Denn eines muss man sagen, die leben alle von den Steuergeldern und von den Abgaben, die wir leisten. Und das, was wir im Augenblick erleben, in verstärkter Form, nach dem, was das Volk möchte, Frieden, Sicherheit, Gesundheit, Infrastruktur, sichere Renten, Arbeitsplätze, das geht vieles verloren. Und es wird vertuscht durch plakative... Ach, und mit der AfD gibt es dann sichere Renten oder was? Aha, das ist ja interessant. Die AfD hat doch bis heute nicht gebacken bekommen, mal ein wirklich richtiges, umfangreiches Rentenkonzept zu entwickeln. Das ist doch nur Allgemeinplätze, die da formuliert wurden, weil die AfD genau weiß, wenn sie ein wirkliches Rentenkonzept vorlegen würde, dann würden sich Rentner, die jetzt vielleicht aus Frust AfD wählen, mit Graus abwenden. Weil die AfD mit Sicherheit nicht die Partei sein wird, die für Rentenerhöhungen einstehen wird und für sichere Renten der Garant sein wird. Die AfD ganz sicher nicht. Entscheidung, Kampf gegen rechts, ohne näher zu definieren, was ist denn das überhaupt? Die Funktion, was bedeutet rechts? Was bedeutet, ist das, was ist, der Begriff rechts ist ja heute zu schändlichen geworden. Ohne dass man darüber definiert, um was es sich überhaupt handelt. Als Meinungsplattform hast du jeden Tag jede Menge Nachrichten zu verarbeiten. Eine an das Volk ist nichts verwerflich, es ist aber einfach zu pauschal. Es gibt nicht das Volk, sondern es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Meinungen. Es gibt verschiedene Bubbles. Was meint er mit das Volk? Ne? Das meine ich damit. Das ist so pauschales Geblubber. Der letzten Tage war jene der 16-jährigen Gymnasiastin, die von ihrem Schulleiter aus dem Unterricht geholt wurde, weil sie auf ihrem TikTok-Account Dinge gepostet hat, die zwar nicht illegal und auch nicht demokratiefeindlich waren, ja, aber halt ein bisschen, ne? Sympathien vielleicht zur AfD zum Ausdruck brachten. Was geht da in dir vor, wenn du sowas liest und hörst? Dann sehe ich, dass sich da dieser Kreis schließt. Es wird ein neuer Polizeibeauftragter gewählt. Uli Krötsch aus Bayern. Als erstes, was er sagt, wenn jemand bei der AfD ist und bei der Polizei, ist unvereinbar. Das sieht er sehr kritisch. Wir sehen es insgesamt, dass gesagt wird, an Schulen geht auf die Straße. Wir sehen es im Bereich der politischen Bildung. Und hier schließt sich der Kreis. Wir haben die Wahlen in Russland sind abgeschlossen worden. Ja, sicherlich, was Putin da macht, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das hat DDR-Charakter, Staatskammer, der Staatsratsvorsitzende ist gewählt worden mit 98%. Es gibt keine Opposition. Nur wenn man bei uns die Oppositionsrechte so beschneidet, die kriegen keine Hallen, die Stände werden nur unter Polizeischutz können, die ihr Erscheinungsbild wahren. Und wenn dann noch in den Schulen... Die Rechte werden ja nicht beschnitten, es ist halt so, dass sie sehr viel Aggressionen auf sich ziehen, wenn sie irgendwo einen Stand haben, weil es Leute gibt, die herumpöbeln, vor allem eben aus dem linken Bereich, scheiß AfD und so weiter. Ja, gut, immerhin kriegen sie ja den Polizeischutz. Also reagiert der Staat ja so, wie er soll. Und wenn sie keine ordentliche Halle finden, naja, wir haben halt keine staatliche Agentur
für Hallenanmietung, sondern jede Halle, die man mietet, egal ob groß oder klein, befindet sich in der Regel in privater Hand. Und das ist also am Ende Sache des Vermieters, ob er der AfD eine Halle vermietet oder nicht. Und da gibt es dann wahrscheinlich einige, die aus Überzeugung sagen, die AfD kommt bei mir nicht rein, die will ich hier nicht haben. Aber auch welche, die sagen, ich würde die AfD hier durchaus reinlassen, die können gerne ihren Parteitag hier abhalten, aber ich habe keinen Bock auf den Ärger und auf die Diskussionen und auf die Angriffe, deswegen lasse ich es mal lieber. Ne? Also insofern, aber das ist ja nicht von Seiten des Staates in dem Sinne so vorgegeben. Also, weiß ich nicht, ist das halt schwierig, klar, also dass man in seinen Rechten beschnitten wird als Opposition, gibt ja ein falsches Bild. Diese politische Indoktrination erfolgt, dann hat es für mich nichts mehr mit freier Entscheidung zu tun. Und wenn dann ihr ein Mädel, sei es jetzt über dieses Video hinaus, der blauen Schlümpfe und die blaue Farbe, wenn dann noch Äußerungen waren, dann ist das freie Meinungsäußerung. Bloß wenn man die freie Meinungsäußerung immer weiter herunterdrückt und nach Lisa Paus, der Familienministerin, die dann sagt, wir wollen auch unterhalb der... Naja gut, also wie gesagt, ich hab darüber ja einen Beitrag gemacht. Wenn sie auf TikTok sowas mit deutsche Jugend voran postet und dann sehr, sehr militant wirkend, dann finde ich es schon in Ordnung, wenn der Schulleiter dann mal sagt, pass mal auf, wie hieß sie, Loretta, ne? Liebe Loretta, komm bitte mal in mein Büro, ich würde gerne mal unter vier Augen mit dir sprechen. So, und dass er mit ihr das Gespräch sucht und dann gesagt hätte, pass mal auf, es gibt da auf TikTok Sachen von dir, da müssen wir bitte mal drüber reden. Das war halt der Fehler des Schulleiters, gleich die Polizei zu holen. Auch wenn das formal vielleicht so in Ordnung war, war das rein zwischenmenschlich völlig, völlig falsch und war natürlich desaströs, was daraus geworden ist. Aber dass man frühzeitig radikalisierte Schülerinnen und Schüler erkennt, und zwar in jegliche Richtung, egal ob rechts oder links oder islamistisch oder sonst irgendwas, und die Schule dann da auch reagiert und sagt und mit den entsprechenden Schülern und Schülerinnen und Schülern das Gespräch sucht, das ist doch richtig. Da ist ja nichts dran verwerflich. Aber die Art und Weise war in diesem Fall eben völlig ungeschickt, weil man hätte wissen können, dass wenn die Polizei anrückt und die aus dem Klassenraum herausholt, dass in Zeiten von sozialen Medien, jeder hat ein Smartphone, jeder hat ein Handy, dass das natürlich sofort die große Runde macht und natürlich sofort die Schule mit im Visier sich befindet nach so einer Aktion. Ne? Strafbarkeitsgrenze, die Netze durchforsten, da beginnen jetzt aber auch Staatsrechtler wie Rupert Scholz und andere, sagen, Moment, das ist doch ein Entzug hier unserer demokratischen Rechte, Artikel 5 unseres Grundgesetzes, unserer freien Meinungsäußerung. Das heißt also, das, was wir erleben, bestrafe eine und trifft damit Tausende. Weil jeder dann sagt, das möchte ich nicht. Der Polizist sagt, oh, wenn ich mit der AfD in Verbindung gebracht werde, ich muss meine Miete bezahlen, meine Eigentumswohnung bezahlen, da bin ich vorsichtig. Und so, ja, so fundamentieren sich politische Systeme, die mit Demokratie und Freiheit nichts zu tun haben. Und das sehen jetzt auch viele Leute und vor allen Dingen fangen jetzt auch Journalisten wie Uli Poschert vom Welt oder Frau Schneider fängt jetzt damit an zu sagen, Moment, das geht ja in eine Richtung, das trifft ja eines Tages uns. Und das für die Zuschauer noch. Die CDU, CSU sollte sich im Klaren sein. Was sich heute gegen rechts richtet, ist nichts anderes wie gegen die CDU, CSU. Wenn in München gesagt wird, eine große Demo, wenn das eine Frau veranstaltet, die Antisemitin ist und Söder sagt, da müsst ihr hingehen. Wenn in Münster wie wir vorhin gesehen haben, ein Dr. Vinzenz noch nicht mal zur Veranstaltung hingehen darf und die Polizei gibt ihm keinen Geleitschutz, sondern sagt, gehen Sie durch den schwarzen Block selber durch. Wenn Sie verdroschen werden, helfen wir Ihnen. Und der Oberbürgermeister von Münster ist ein CDU-Mann und er darf dort nicht reden. Dann frage ich mich, was habt ihr für Köpfe bei der CDU, CSU, die nicht merken, dass sie sich selber den Ast absägen? Oh, Peter redet sich gerade wieder in Rage. Dir könnte man stundenlang zuhören, wenn man dir nur ein Stichwort zuwirft. Jetzt kommt. Ja, aber noch einmal, das sind im Wesentlichen gesellschaftliche Phänomene. Natürlich gibt es auch von der Politik da bestimmte Akzente, die gesetzt werden, indem man bestimmte Sachen eben fördert, steuerlich, und andere Sachen nicht fördert, ist schon klar. Aber im Wesentlichen ist es ja ein gesellschaftliches Phänomen, von dem er hier redet und nicht unbedingt etwas, was sozusagen staatlich verordnet wird. Also das ist ja noch ein großer Unterschied. Und gleich noch ein weiteres.
rechte Begrenzung. Da fällt mir ein, Martin Sellners dreijähriges Einreiseverbot in die Bundesrepublik Deutschland. Martin Sellner, wir hatten ihn im Interview. Die meisten Menschen haben geschrieben, gut, dass Sie ihn zu Wort kommen lassen. Ich habe sein Buch gelesen, Remigration, ein Vorschlag. Er hat viele Dinge in diesem Buch, die kannst du nachlesen in anderen Veröffentlichungen. Er potenziert das Ganze natürlich mit Worten und da muss ich sagen, er hat viele Wiederholungen in dem Buch drin. Und er potenziert es mit Worten, mit denen ich mich oft nicht einverstanden erklärt kann. Also millionenfache Rückführung und kann ich mir nicht einverstanden erklären, weil es auch andere Beispiele gibt der gelungenen Migration. Es leben viele bei uns, die keine Aufenthaltsberechtigung haben. Darüber müssen wir reden, wie diese Menschen dieses Land wieder verlassen. Aber dieses Einreiseverbot ist so eine Werbesendung für ihn, so eine Art und Weise des Marketings, das hätte der nie geschafft. Genauso Potsdam, das Treffen mit seinem Buch. Ja, ich frage mich auch, wie das eigentlich festgestellt werden oder durchgesetzt werden kann, Einreiseverbot aus Österreich nach Deutschland. Es gibt keine Grenze zwischen Österreich und Deutschland, das ist alles EU. Ne, das finde ich sowieso ein bisschen merkwürdig. Ja, finde ich auch, das ist wieder mal so da hat wieder irgendjemand so Symbolpolitik betreiben wollen, die etwas merkwürdig ist. Wo man sich so denkt, so, ja, Leute, was soll das jetzt bringen? Was wollt ihr damit jetzt erreichen? Ja, ist sehr ungeschickt, tatsächlich. Und es gibt auch keinen Grund dafür, also die Begründung dafür war relativ schwach. Ist ein Bestseller geworden, auch jetzt das Einreiseverbot. Wir haben erlebt, dass ein hoher Taliban-Vertreter, ein Taliban-Führer, 500 Meter Luftlinie vom Verfassungsschutz in Köln predigt und die wussten nichts davon. Das heißt, ich halte also die Taliban für ein weitaus gefährlicheres Unterfangen im eigenen Land, das, was sie tun und darüber hinaus, was sie vorhaben mit dem gewaltsamen Islam, als ein Martin Sellner. Ein Martin Sellner, das kann man sich anhören, kann sagen, naja, dann erzähl halt weiter und tschüss, geh weiter. Aber ein solches halte ich diesen Mann nun für nicht gefährlich. Seine Aussagen, die kann er treffen, aber je mehr man diesen Aussagen Würdigung gibt, desto eher polarisiert man ihn und desto eher stellt man ihn in den Mittelpunkt. Und ich halte dieses Einreiseverbot für eine Dummheit, was Potsdam da ausgesprochen hat. Das wird er für sich nutzen, er wird dagegen klagen und ich glaube nicht, dass das vor Gericht Bestand haben wird. Da gibt es andere Beispiele. Naja, klar, wir haben Menschen einreisen lassen. Wenn da denn in der Tat so ein Verfahren denn zu seinen Gunsten ausgeht, dann haben sich wieder Leute blamiert, die sowas beschlossen haben. Ja, sowas wird dann so übers Knie gebrochen. Das ist schon richtig. Ja, was Martin Sellner angeht, ich habe mich ja schon mal letztes Mal, glaube ich, zu ihm geäußert. Der ist halt ein sehr guter Rhetoriker. Der hat sich genau im Griff, was er wie formuliert. Und deswegen wirkt er immer sehr, sehr harmlos und sehr, sehr, ja, überlegt und sehr offen. Aber ich glaube schon, dass wenn er jetzt die Chance hätte, irgendeine Form von Macht zu übernehmen in Österreich oder in Deutschland, dass das schon auch eine gewisse Gefahr wäre. Also ungefährlich finde ich ihn nicht. Er hat nur das Talent, sich gut zu verkaufen. Das hat er vielen AfD-Politikern voraus. Das muss man ihm zugestehen. Lassen bei uns Gefährder laufen hier umher. Und ich halte Martin Sellner in seinen Aussagen für manches überprüfenswert, aber ich halte ihn nicht für gefährlich. Naja. Ein letztes Beispiel noch aus der aktuellen Presse. Stell dir vor, Peter Weber ist mal krank, geht zum Arzt. Zwar nicht der Arzt deines Vertrauens, der dich schon seit Jahren kennt und der dich gerne untersucht, sondern du bist unterwegs und musst zu einem fremden Arzt gehen und der sagt, Moment, Sie kenne ich doch, Sie sind doch AfD-Sympathisant oder ich spreche auf einen AfD-Politiker an, du weißt, was ich meine und er sagt, Sie behandle ich nicht. Ja, dann würde ich sagen, das ist Ihre freie Entscheidung und meine freie Entscheidung ist, wenn ich darüber berichte. Und was wir hier erleben, wir haben es ja erlebt, es ging um Verschreibungen. Und er sagt, ich habe gelesen, Sie sind ja, der war früher in der CDU, Sie sind AfD-Politiker. Meines Wissens nach sitzt der Mann sogar im Rollstuhl. Das ist jetzt unbestätigt, aber so soll es wohl sein.
Aber das deckt sich aber wieder mit meinen Aussagen. Naja, da würde ich, also wenn das noch so unklar ist, dass man nicht mal genau weiß, ob der im Rollstuhl sitzt oder nicht, das ist schon wieder so ein bisschen so eine Geschichte, wer weiß, was dahinter steckt. Ne? Also das finde ich grundsätzlich natürlich auch ganz, ganz mies, wenn ein Arzt eine Behandlung verweigert, weil ihm die Weltanschauung des Patienten nicht passt. Das finde ich auch ganz schlimm. Also das sollte ein Arzt nicht tun. Denn hat er auch seinen Beruf nicht verstanden. Also ein Arzt sollte jedem helfen, egal welche Gesinnung und egal was das für jemand ist. Wer medizinische Hilfe braucht, muss sie bekommen. Also da, aber wie gesagt, das scheint ja eine sehr, ich höre das zum ersten Mal, diese Story. Gibt es da konkretere Informationen drüber? Hat das jemand genauer gehört? Weil, wenn das wirklich so ist, dann, das finde ich auch skandalös. Das darf ein Arzt nicht. Also das finde ich, da kann man auch nicht mit der Freiheit argumentieren. Ich kann frei entscheiden, wen ich als Patient nehme und wen nicht. Also das ist schon sehr, sehr, sehr heftig. Das heißt, wir wollen ein freies Land sein. Man fordert Toleranz ein. Man ist aber Andersdenkenden, die nicht diesen links-grünen Weg gehen. Und es ist ja sozialisiert wunderbar, ich bin in der Masse. Ist es nicht schön, da laufen doch alle lang. Ja, aber da ist doch der Abgrund, aber die laufen doch alle dorthin. Also ich halte das für ein ganz gefährliches Momentum, was wir da erleben. Das deckt sich aber wieder mit dem Fall der 16-Jährigen, dass man irgendwo sagt, ich bin aber der Gute, ich zähle zu den Guten, den behandle ich nicht. Ne? Also wenn er Arzt ist, dann hat er nicht nach Politiken Würdigung zu gehen. Er kann sagen, der Mann ist kein Kinderschänder, der Mann hat nichts verbrochen, sondern der Mann ist in einer Demokratie. Sogar wenn er ein Kinderschänder ist, hat er Recht auf medizinische Behandlung. Entschuldigung, auch das, selbst dann, so weit würde ich sogar gehen. Also, Entschuldigung, da kannst du als Arzt nicht sagen, sie behandle ich nicht. Was ist das denn? Und wie er in der Tat schon sagt, er hat ja auch einen Eid geschworen. Ein Arzt ist doch verpflichtet sogar dazu, jeden zu behandeln, oder? Oder ist das nicht so? Also, muss man mal kurz bitte was darüber finden. Ich habe noch nichts darüber. AfD, Arzt. Behandlung. Hausarzt aus Baden-Württemberg soll AfD-Politiker aus Patientenkartei gestrichen haben. Achso, das ist hinter einer Paywall. Und dann kam ein Tag später AfD-Politiker um persönliche Töne bemüht. Aha, ist er denn schon zurückgerudert. Also da geht's denn schon los, siehste? Darf ein Arzt einen AfD-Politiker ablehnen? Ja, T-Online, das kann man frei. Politiker tritt in AfD ein und wird von Hausarzt nicht mehr behandelt. 20. März. In Baden-Württemberg ist ein Lokalpolitiker von der CDU zur AfD gewechselt. Das hat für ihn auch private Konsequenzen. Ein Hausarzt in Baden-Württemberg will einen Lokalpolitiker nicht mehr behandeln, nachdem dieser in die AfD eingetreten ist. Das berichtet die Bild-Zeitung. Mein Arzt lässt mich einfach abblitzen, sagte der Lokalpolitiker Heiko Nüssner der Zeitung. Laut dem Bericht ersuchte Nüssner seinen Hausarzt in dem Ort Lahr um ein Rezept. Per Mail habe der Mediziner den 57-Jährigen darauf gebeten, sich aufgrund deutlich politisch unterschiedlicher Ansichten einen anderen Arzt zu suchen. Nüssner war nach 26 Jahren in der CDU 2016 zur AfD gewechselt. Seit Januar hat er innerhalb der Partei ein Amt übernommen. Grund für seinen Wechsel sei Unzufriedenheit mit der Euro- und Migrationspolitik sowie der Ausstieg aus der Kernenergie gewesen. Die AfD ist aus seiner Sicht keineswegs rechtsextrem. Der Arzt sagte der Bild, er habe sich zu dem Schritt entschlossen, nachdem er Nüssner in der Lokalpresse auf einem Foto mit weiteren AfD-Funktionären gesehen habe. Ich empfand den Patienten schon zuvor mit seiner fordernden und drängelnden Art als sehr unangenehm. Aha, das Foto in der Zeitung war dann nur das i-Tüpfelchen. Er würde jedem Menschen in akuter Not helfen, die Medikamente, um die Nüssner ihn gebeten habe, seien allerdings nicht lebenswichtig gewesen. Na gut, da haben wir es schon wieder ein bisschen relativiert, ne? Also wenn er ihn sowieso unangenehm fand und deswegen mochte er ihn sowieso nicht als Patienten, ja gut, dann war das jetzt nur sozusagen der letzte Schritt, ne?
Und wichtig ist ja zu sagen, die Medikamente, um die Nüssner ihn gebeten habe, seien nicht lebenswichtig gewesen. Ja, okay. Ja, ist schwierig. Also ich finde es trotzdem schwierig. Finde, dass ein Arzt das nicht darf. Ein Arzt sollte da keinerlei Unterschiede machen bei seinen Patienten. Aber gut. Hatte ich zu wählenden Partei, vertritt dort ein Amt, welches kann ich dann noch nicht mal sagen, aber dann ist es eines Arztes nicht würdig und zeigt mir, wo dieses Land hingeht. Und wir brauchen Menschen, die sagen, also ich vertrete auch meine andere Meinung, bei dieser Meinung bleibe ich. Denn das sind genau die Menschen, die morgen in anderen Systemen wieder anders reden, bloß weil sie soziologisch sagen, wir sind ja bei den Guten. Peter, auf der Zielgeraden unseres Interviews, die Zeit vergeht mit dir hier am Tisch, das ist der Wahnsinn. Lass uns noch mal bitte kurz über dein Team sprechen. Wenn ich euch so höre, dann sagt ihr ja schon, wie lange geht das noch? Ist es bald vorbei? Ja, es ist bald vorbei. 8 Minuten sind es noch. 8 Minuten. Bewerkstelligt ja ein gewaltiges Pensum. Es gibt ja Tage, da erscheinen 4 oder gar 5 neue Videos auf euren Plattformen. Wie schafft man so etwas? Wie viele Menschen arbeiten denn bei Hallo Meinung? Also wir haben 4 Mitarbeiter, die hauptberuflich bei uns arbeiten, und wir haben Menschen, denen wir, das ist alles im Homeoffice. Also wir verkörpern Homeoffice, alles im Homeoffice, und dank der modernen Datenübertragung, die sehr oft funktioniert, was die Datenrate angeht. Naja, 4 Mitarbeiter hauptberuflich, da würde ich schon mal die Frage stellen, womit verdient er denn dieses Geld? Also mit dem YouTube-Kanal alleine kann er da so viel Geld nicht verdienen. Und es werden sicherlich noch mal hier und da Spenden reinkommen, wahrscheinlich von einigen Leuten, aber auch das kann ich mir nicht vorstellen, wirft so viel ab, dass man 4 Vollzeit-Hauptstellen damit finanzieren kann. Ich meine, ich spreche aus eigener Erfahrung, ne? Ich weiß ja auch, wie es bei uns finanziell immer sehr knapp ist, gerade auch, und wie die Kosten sind, gerade die Nebenkosten sind bei Löhnen und Gehältern. Also, ich sehe auch nichts davon, dass da angeblich 4 Leute mitarbeiten. Was machen die den ganzen Tag denn? Also, außer dass er da irgendwie AfD-Interviews führt, auf die er sich auch offensichtlich nicht besonders groß vorbereitet. Also, ich habe da Zweifel daran, ob das wirklich stimmt. Funktioniert es? Und wir haben Menschen, die Menschen nicht abwürdigen, sondern tolle Mitarbeiter. Die sind für die Korrekturen zuständig, die sind für den Schnitt zuständig, die sind aber auch für die Kommentare zuständig. Denn wir möchten dass wir in unseren Kommentaren nicht irgendwelche Hassbotschaften verkörpern. Die sind letztlich Tag und Nacht dafür tätig. Das sind Menschen, die sind auf geringfügiger Beschäftigungsbasis. Ja, wo denn? Auf Facebook vielleicht oder wo? Wo gibt es denn da noch Kommentare? Ja, ich meine, wenn er da wirklich Leute hauptberuflich anstellt, um Kommentare zu moderieren, warum werden sie denn auf YouTube nicht freigeschaltet? Ne? Das ist doch nach wie vor die große Frage, die er beantworten muss. Das sind Menschen mit Behinderung, das sind Menschen, die aus dem Berufsleben schon heraus sind. Und ich darf noch eins anmerken, es wird gesagt, warum habt ihr auf YouTube keine Kommentarfunktion? Weil wir es sonst nicht schaffen würden. Wenn wir in der Woche 10.000, 12.000 Kommentare, und das sind meist wesentlich mehr, zu bearbeiten haben und hier für eine, Anführungszeichen, für eine gewisse... Man muss nicht so viele Kommentare bearbeiten. Lass doch einfach mal andere Meinungen zu. So. Es gibt sicherlich hier und da vereinzelt Beleidigungen und so weiter, die müssen dann eben auch moderiert werden. Die werden aber oftmals von YouTube schon automatisch herausgefiltert. Also das funktioniert ja mittlerweile auf YouTube ganz gut, dass tatsächlich sofort, wenn Spam kommt oder eine Beleidigung kommt, dass das automatisch schon ausgelagert wird. Und dann kannst du manuell gucken von den Kommentaren, okay, der war doch nicht so schlimm, den schalte ich dann trotzdem frei und so weiter. Also das ist doch eine billige Ausrede. Der akzeptiert einfach keine anderen Meinungen. Das ist sein Problem. Der kommt damit nicht klar, dass andere Leute eine andere Haltung haben, eine andere Weltanschauung haben. Das ist doch ein billiges Argument, jetzt zu sagen, wir schaffen es nicht. Wenn der sogar hauptberuflich jemanden angeblich angestellt hat, um Kommentare zu moderieren. Die Hygiene in der Ausdrucksform sorgen, dann müssen wir sagen, schaut bei Facebook rein, schaut bei TikTok, schaut bei Instagram
und schaut bei X rein. Da könnt ihr frei kommentieren, überhaupt kein Thema, da geben wir auch Antworten. Im Übrigen ist ganz schön, als alter weißer Mann fast 90.000 Follower innerhalb von 3 Monaten und 1,2 Millionen Like bei TikTok. Also das ist doch ganz gut und man sieht, die alten weißen Männer sind noch nicht ganz abgeschrieben. Und das zeigt... Ja, und was... Mit China, mit Saudi-Arabien hast du ja auch kein Problem, hast du auch mit China kein Problem. Dass der auch bei TikTok ist, wusste ich gar nicht. Ich habe ja, das TikTok plärt immer sofort los. Das finde ich echt, das finde ich so nervig an TikTok. Das will ich mal kurz gucken hier, warte mal, was war denn? Nein. Ah, oh, Gott. Hallo Meinung. So. ...89.000 Follower. Naja. Nachrichten sind mitunter an Verrücktheit nicht zu übertreffen. Die sind wirklich an Verrücktheit nicht zu übertreffen, sodass du wirklich sagen musst, erstmal verdauen und dann sprichst du darüber und sendest diese Nachricht. Wir wissen ja alle von Adidas, dazu komme ich noch, was geschehen ist, diese Trikots, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Aber nun will man eine Rückennummer streichen. Und das ist wirklich etwas, wo man sagt, Moment, was führt ihr denn alles an Assoziationen und an Möglichkeiten herbei? Ja, da hat ja Tobias Huch für gesorgt, ne? Dass die 44 gestrichen werden soll, weil sie angeblich aussehen wie das SS-Zeichen. Da habe ich auch so gedacht, so, ich halte es immer noch nach wie vor für möglich, dass das ein April-Scherz ist. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das wirklich so ist, weil ich kann da auch kein SS draus erkennen. Fand ich irgendwie etwas sehr merkwürdig. Man kann die 44 doch verändern, wenn man meint, dass das zu sehr wie SS aussieht. Was ich aber generell sowieso nicht so empfinde. Ja, gut. Ja, mit solchen Aktionen gibt man halt solchen Leuten immer wieder Futter, ne? Das ist alles so, es ist absurd. Das ist leider so, ja. Und das möchte ich auch wieder in Richtung der Zuschauer sagen. Jeder kann zu jeder Zeit seine Stimme erheben, Gesicht zeigen, die Plattformen, die zur Verfügung stehen, entern für sich nutzen, um dann auch seine Meinung zu äußern. Und du bist ein wunderbares Beispiel dafür, dass innerhalb von 5 Jahren eine große Bewegung entstanden ist. Ach Gottchen, ja. Was du aber Zeit deines Lebens schon machst und auch jetzt nicht beiseite geschoben hast, ist nach wie vor dein großes soziales Engagement. Obwohl du mit der Politik in diesem Land nicht zufrieden bist oder vielleicht sogar deshalb engagierst du dich so stark? Der liebe Gott hat mir Attribute mitgegeben und im Leben ist es immer etwas, zur richtigen Zeit die richtigen Menschen zu treffen. Das ist mir gelungen. Ich habe viel Leistung gezeigt, aber ich muss auch mal Dankbarkeit zeigen. Das heißt also, ich habe mich 1982, wie du sagst, selbstständig gemacht. Und ich habe bereits im zweiten Jahr meiner Selbstständigkeit, dem Kinderheim im Feucht, Schwester Severina, Gott hab sie selig, ein Auto gestiftet. Das war ein Bus. Die brauchten einen Bus. Und dass ich einfach sage, ich habe Glück gehabt, ich bringe Leistung. Warum läuft der TikTok-Kanal von Massengeschmack so schlecht? Weil ich ehrlicherweise überhaupt kein Engagement investiere in TikTok. Weil mir das überhaupt nicht schmeckt mit dieser ganzen chinesischen Propaganda dahinter. Also ich fremde wirklich sehr mit TikTok aus politischen Gründen und deswegen bin ich da auch gar nicht so engagiert. Wir haben diesen TikTok-Kanal, ja, ab und zu lade ich da mal was hoch, aber das gehört nicht. Also da bin ich einfach, da ist die Überzeugung einfach so, dass ich sage, eigentlich will ich da keinen Kanal haben. Wir haben ihn trotzdem, wie gesagt, ab und zu laden wir mal was hoch und ein paar tausend Follower haben wir da ja auch, aber es ist wirklich, ich fremde damit. Deswegen, wir stecken da kein großes Engagement rein in TikTok. Das ist der Hauptgrund, warum der nicht besonders gut läuft. Der liebe Gott hat mir diese geistigen und körperlichen Voraussetzungen gegeben und ich möchte etwas wiedergeben. Und das tun wir ein Leben lang. Das tun wir ein Leben lang, indem wir sagen, wir unterstützen Institutionen oder wir geben Menschen, die es nötig haben, entsprechende Hilfe und unterstützen sie. Und deshalb war es ja für mich
doch ein trauriges Momentum, wo seinerzeit zu meinem 66. Geburtstag nicht die Menschen gesagt haben, wir stehen auf, das doch, der unterstützt uns doch. Wir kommen heute wieder. Die Freiwillige Feuerwehr und, die zigtausende von Euro Rettungsboot und bekommen haben, die kommen jetzt wieder. Aber ich hätte mir gewünscht, dass es zu Zeiten gewesen wäre, wo man doch diese bösartigen... Ja, das kommt dazu, dass natürlich auch die Zielgruppe gar nicht unsere ist. Das ist richtig, 14 bis 18. Aber das ist ja nicht nur so. Also er erreicht ja auch keine 14 bis 18-Jährigen mit seinem Hallo Meinung. Und trotzdem hat er 89.000 Follower. Also das kann man so pauschal nicht sagen. Ja, klar. Also ich, es ist halt so ein bisschen immer so ein schmaler Grat zwischen, dass man sagt, man muss irgendwie präsent sein, weil TikTok ist ein großes soziales Medium. Es ist eine riesige App. Es ist die größte App und die reichweitenstärkste App von allen. Und dann muss man da auch irgendwie präsent sein. So, das ist so die Haltung auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite eben zu sagen, eigentlich vom persönlichen Gefühl her fühlt es sich nicht gut an. Ja, wie gesagt, wir gucken mal. Also wahrscheinlich werden wir den irgendwann tatsächlich dicht machen, diesen Kanal auf TikTok, weil, ja, das ist irgendwie, es schmeckt mir irgendwie nicht. Und ich habe ja auch schon öfter jetzt TikTok-kritische Berichterstattung gemacht. Und natürlich auch, da ist ja der Punkt da, wenn Leute natürlich zu Recht dann fragen, ja, warum bist du denn selbst auf TikTok, ne? Klar, die Frage kann man natürlich dann auch stellen. Ausdrucksformen hier in Kauf nehmen musste. Aber ich tue das gerne, denn ich sage eines, wenn ich jetzt unterwegs bin und ich sehe jemanden sitzen, der auf der Straße sitzt mit seinem Hund und sammelt, das sind alles Menschen wie du und ich. Und ich weiß nicht, was den für ein Schicksal ereilt hat. Ist seine Frau gestorben, hat einen Arbeitsplatz verloren, was auch immer. Und wir können Glück von Glück reden, dass es uns so geht, dass wir so leben können. Und da sollten wir auch einen Teil davon zurückgeben. Und jeder sollte sich davon befreien, auch ich, dass ich sage, davon befreien zu sagen, ach, der ist ja bloß das. Es gibt komplett, kommen alle gleich zur Welt und wir gehen alle gleich. Ob ich jetzt ein paar Euro mehr habe oder weniger, spielt keine Rolle. Und dessen sollten wir uns bewusst sein. Und da kann ich dir eines sagen, Thomas. Die Leute sagen immer, man sieht dich nie in Schickimicki. Ich sage, das brauche ich nicht. Ich bin lieber im Otto-Normalverbraucher, trinke mit dem ein Bier oder sitze irgendwo in der Kneipe oder sitze irgendwo in einem Straßencafé, quatsche mit normalen Leuten. Die Schickimicki-Welt, die habe ich genügend gesehen, die haben entweder bei uns Autos oder haben, die will ich nicht verächtlich machen, oder haben gebaut, aber die brauche ich nicht, verstehst? Das sind alles Dinge, ich lebe eher das normale Leben und wie du richtigerweise sagst, wir hätten auch heute ein Weißwurstfrühstück machen können. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Peter, zwei abschließende Fragen habe ich noch. Ich möchte jetzt dich und deine Expertise einfach nutzen, um ein Orakel des... Ja, es ist einfach nur Blabla, ne? Es ist irgendwie Blabla die ganze Zeit. Peter Weber zu bekommen. Was passiert in diesem, wir nennen es Schicksalsjahr 2024? Was passiert in den Wahlen, in den drei Landtagswahlen, die wir haben? Was passiert bis zur Bundestagswahl 2025? Aus deiner Sicht, was kommt auf uns zu? Die Landtagswahlen werden nach meiner Ansicht ein deutliches Zeichen gegen AfD zeigen, weil die Menschen in Ostdeutschland sagen, wir wollen das nicht nochmal. Wir wollen es nicht nochmal. Und es sind keine Wutbürger, sondern es sind Menschen, die überlegen, die sehen, was es bedeutet, wie A, der Strukturwandel nicht funktioniert, Sachsen-Anhalt und so weiter. Die Menschen erleben, wie ihre Städte sich verändern. Also die AfD wird in Ostdeutschland ein festes Fundament dort prägen. Wie die Koalition ausschauen, weiß ich nicht. Ich sage nur eines, wenn die CDU meint, sie muss mit den linken Ministerpräsidenten verhindern, dann wird die CDU in Gänze wird zerbrechen. Die Bundestagswahl, die CDU-CSU wird versuchen, der AfD Stimmen wegzunehmen. Bei der Koalition müssen sie es nicht machen, die geben selber Stimmen ab. Aber die wird versuchen, der AfD Stimmen abzunehmen. Man sieht es an Joachim Herrmann, Migration bedeutet mehr Kriminalität. Also alles Worte, wenn sowas ein AfD-Politiker gesagt hätte, wäre auf der ersten Seite und Tagesschau-Sondersendung. Aber sie wird versuchen, über diese Aussagen der AfD Stimmen abzunehmen. Und ich glaube, die Menschen werden aber merken, der größte Teil, dass sie sagen, da sind viele Aussagen dabei, die sich als Schall und Rauch ergeben werden nach der Wahl. Und ich kann jedem nur raten, lasst euch Koalitionsaussagen geben, denn wenn es schwarz-grün wird, ändert sich überhaupt nichts.
Und last but not least möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, so eine Schlussbotschaft von dir an unsere Zuschauer zu erhalten. Was kann jeder einzelne Zuschauer dazu beitragen, dieses Land tatsächlich wieder, und bleiben wir bei der Formulierung, vom Kopf auf die Füße zu stellen? Bitte schön, Peter. Der Zuschauer kann sich informieren und... Mein Magen knurrt doch gar nicht. Wieso knurrt mein Magen? Wie kommst du denn darauf? Das ist nicht mein Magen. Der Zuschauer kann auch mal Nein sagen. Denn es ist einfach so, es ist Ihre Arbeitsleistung, es ist Ihre Würdigung dessen, was Sie erreicht haben. Und die Politiker sind unsere Angestellten. Sei es jetzt in den Landtagen oder sei es im Bundestag, es sind unsere Angestellten. Und es geht nicht, dass sie über ihre Köpfe hinweg regieren und ihr Geld ausgeben. Und lassen Sie sich nicht durch Überschriften blenden, sondern nutzen Sie die Zeit einfach mal hinter die Kulissen. Das sind doch selber nur Überschriften, die du hier lieferst. Das ist doch nur Blabla. Wissen zu schauen, es lohnt sich. Denn nur so können Sie eine Entscheidung treffen, wo Sie sagen, die Entscheidung ist entsprechend hinterlegt und auch langfristig. Peter, ich sage vielen herzlichen Dank für deinen Besuch hier bei uns in den Linzer Studios. So hätte Loriot einen rechtspopulistischen Politiker dargestellt, wenn er das sozusagen auch so eine Politrunde nachgestellt hätte. Der hätte genau so geredet wie Peter Weber. Es war mir ein großes Vergnügen. Ich könnte noch stundenlang mit dir reden. Uns würden auch die Themen nicht ausgehen, denn es gibt ja viel zu besprechen in diesen Tagen. Vielleicht ergibt sich mal wieder die Möglichkeit. Wir beobachten, was sich tut in unserem Land. Dir wünsche ich mit Hallo Meinung nur das Beste, auf das deine Zuschauer dich auch weiterhin so stark unterstützen und ihr erfolgreich euren Weg geht. Und Sie haben es gehört, liebe Zuschauer, es liegt auch in den Händen eines jeden Einzelnen, für Veränderung, für Wandel zu sorgen in unserem Land. Peter Weber ist ein wunderbares Beispiel dafür, was man tun kann, um Stimme zu erheben und Gesicht zu zeigen. Und ich bin der Meinung, ob er so ein wunderbares nie Beispiel wieder ist. Ist nicht etwa jetzt, sondern nie wieder ist immer. Ich sage vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Teilen Sie diese Sendung bitte gerne auch in Ihrem Freundeskreis. Stoßen Sie die entsprechenden Diskussionen an und bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal bei Spielmacher auf 1. Wir senden, Sie spenden. Ich dachte umgekehrt. Sie spenden und wir senden. Das wäre doch logischer. Ja, was haben wir davon jetzt gehabt von dem einstündigen Interview? Gar nichts. Es ist nichts rübergekommen. Es war ein Blabla. Es waren die typischen Überschriften, die man von solchen rechten Medien hört. Es wird immer wieder auf dieselben Sachen sich fokussiert. Regenbogenflagge und die linksgrünen Woken und so weiter und so weiter. Und es wird die AfD hofiert. Ja, also substanzloser Scheiß. Mehr kann man dazu nicht sagen.